Ich bin Hartmut Link, der Vorsitzende des Fördervereins Mama Papa hat Krebs aus Kaiserslautern und ich bin Fan des FCK seit 1998. Und ihr hört Betzegebabbel, der FCK-Podcast. Liebe Medienvertreter, so, wenn die Mikrofone auch funktionieren, dann darf ich Sie ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz anlässlich der Vorstellung unseres Podcasts. Ja, wie der eine oder andere vielleicht schon gemerkt hat, haben wir in den letzten 4 Jahren nie vom neuen Podcast gesprochen, denn unser Podcast dürfte dem einen oder anderen bekannt sein. Insofern freuen wir uns, dass Betzegebabbel auch in der kommenden Saison Betzegebabbel heißen wird. Dafür begrüße ich hier oben zum einen Flo und Paul und zum anderen Matthias. Das Geheimnis ist gelüftet und ich übergebe dann an unseren heutigen Moderator Daniel. Ja, hallo zusammen. Ja, Überraschung und Kontinuität gibt's auch bei uns. Ich begrüße Sie auch zu unserer ersten Folge 40. Unser Name hat sich nicht geändert, aber wir haben ein neues Mitglied im Podcast und zwar den Matthias. Hallo Matthias. Hast du meinen Namen schon vergessen in der Zwischenzeit? Oder? Ja, mein Gedächtnis ist nicht mehr das Jüngste, ja. Geht jetzt auch schon steil auf die 25 zu. Ja, Matthias. Ich freue mich hier zu sein und möchte alles raushauen hier als neuer Mit-Podcaster, habe ich ja schon angekündigt. Ich habe mich auch schon darauf gefreut, dass wir ja eigentlich ja hier auch dann über den neuen Hauptsponsor sprechen könnten, aber es gibt ja nichts zu sagen, nichts Neues. Schade. Ja, dann macht's gut, ne? Ja gut, dass es beim FCK nie langweilig wird. Ja, aber es gibt ja noch genügend andere Dinge, über die man sprechen kann. Zum Beispiel hatten wir noch gar nicht die Ehre, uns über die Personalie Hans-Peter Bregel auszutauschen. Ja, gut. Also ich muss dazu sagen, in unserem kleine Sammelsurium von Themen, über die wir heute sprechen wollen, steht irgendwas mit Briegel. Ja, weil Mehr fällt mir dazu eigentlich nicht hin. Weil es ja eigentlich schon abgehakt sein sollte, weil es ist ja schon so lange her und die Sachlage ist ja klar, eigentlich braucht man es nicht mehr zu erörtern. Ich kann nur so viel dazu sagen, dass es halt zu lange und zu offen in den Medien kundgetan wurde und das hat mir halt überhaupt nicht gefallen. Jetzt von welcher Seite auch immer das ausging, will ich jetzt nicht beurteilen, aber das war halt einfach für die Außendarstellung von dem Verein und von der Person war das halt einfach nicht so gut. Ist aber schön gesagt. Nicht so gut. Wollt so diplomatisch keine... auch. Ja, genau. Ja, also Diplomatie muss... ist mein zweiter Vorname. Ich muss sagen, gerade bei dem Thema bin ich ganz froh, dass ich heute Moderator bin und mich etwas zurückhalten darf, weil das ist ein, ja, schwieriges Thema. Eigentlich schon alles gesagt und ach, wenn ich mich jetzt da wieder reinsteige, werde ich schon wieder sauer und Das ist auch gefährlich, wenn du da jetzt dazu was sagst, könnte es Sinn, dass du morgen wieder irgendwas bei Facebook steht. Ich wollte gerade sagen, weil Flo meinte ja, es gibt ja gar nichts Neues drüber zu sagen, aber ich lese ja doch jeden Tag bei Facebook was Neues drüber. Ja, Matthias, das ist ja gerade das Schlimme, weil eigentlich ist das Thema ja erledigt und dann würde ich mir halt wünschen, dass es dann auch so ist, dass dann halt einfach gesagt wird, okay, hat nicht geklappt, war halt unglücklich oder wie auch immer, es kennt ja niemand die Internas, aber dann muss es auch wieder vorangehen, weil wenn man jetzt jeden 5. Tag irgendeinen Beitrag liest, ist ja nicht nur der Beitrag an sich, sondern es geht ja auch um die zahlreichen Kommentare, die dort stehen. Und dann geht es halt immer weiter und das gefällt mir halt einfach nicht, weil jetzt geht am Sonntag wieder Fußball los und dann sollte man sich auch wieder Fußball konzentrieren. Ich finde, also dieses ganze Thema Sportvorstand hinher, wer wem absagt, wer mit wem reden muss, wer nicht, das, ich kann es bald nicht mehr hören. Bisschen merkwürdig finde ich jetzt in den Facebook-Postings ständig diesen Anflug von, beim FCK sind ja nicht mehr alles Pfälzer oder so, also, okay, das finde ich dann ein bisschen merkwürdig. Und aber auch nur, weil du kein Pfälzer bist. Ja, das kommt natürlich dazu, aber ich weiß nicht, also ob man es jetzt auf so eine Ebene runterbrechen muss.
habe mich jetzt auch schon ein paar Mal bei dem Gedanken erwischt, dass ich ganz froh bin, dass es jetzt eigentlich ja nichts geworden ist. Ich war aber auch schon davor nicht überzeugt. Also ich finde irgendwie da für einen Sportvorstandsposten musste einfach noch ein bisschen mehr mitgebracht werden. Aber ja, das wurde halt schon zu Genüge diskutiert. Also ich war von Anfang an froh, nachdem das dann klar wurde, dass das erstmal nichts wird, weil also um das zumindest nochmal kurz jetzt aufzugreifen, ich meine, der Mann ist mindestens 10 Jahren aus dem Fußballgeschäft draußen, ja, hat überhaupt keine aktuelle Erfahrung irgendwie vorzuweisen in dem Bereich und ich weiß nicht, der würde in keinem anderen Profifußballverein in Deutschland, würden die Leute auch nur eine Sekunde drüber nachdenken, ob sie einen Hans-Peter Briegel jetzt irgendwie dazu holen in den Vorstand oder sonst was, weil er ist einfach nicht mehr drin im Geschäft. Also dann muss man sich ja die Frage stellen, wozu man dann jemanden unbedingt dazu holen möchte und ihn dann auch noch bezahlt und oder auch von jemand anderem bezahlen lässt, je nachdem. Weil er Pelzer ist. Ja, weil er Pelzer ist, genau. Ja, da wollte ich auch nochmal fragen, weil ich bin eigentlich Kurpfälzer, aber mein Vater kommt aus der Pfalz, also bin ich dann Pelzer oder ich bin mir da unsicher. Ob ich dann, ja, ich würde sagen, du bist Migrant. Oh, das ist aber gefährlich. Ja, aber wenn ich jetzt in der Pfalz leben würde, okay, aber das mache ich ja auch nicht. Ich bin ja auch noch, also. Dann bist du Exilmigrant. Exilmigrant. Ja, Bielefeld gibt's ja gar nicht, also was soll ich jetzt so dazu sagen? Also, Außerirdische auch noch. Also. Oh, komm, das mit Bielefeld gibt's nicht, ist aber ein Euro, oder? Ey. Ja, mindestens, ja. Überhaupt. Ja, das war übrigens der erste Euro für die Saison. Glückwunsch. Nee. Alles und das, raushauen, bevor jetzt mal der Ball rollt. Alles raushauen ist auch noch ein Euro. Ja, 2 Euro. Das stimmt. Also es ist schon mal ein guter Instand. Aber jetzt muss ich euch mal fragen. Also ich bin gebürtiger Schwabe, habe Vorfahren im Hunsrück und im Saarland sogar. Das ganz heißt, das, und ich wohne in Bayern. Ich glaube, ich bin raus, oder? Kann ich irgendwie bei euch... Du bist staatenlos. Ich kann auch normalerweise... kann auch du musst normalerweise... So. Nee, du musst normalerweise auf dem Flughafen leben. Bei dem Transitbereich. Ich warte in 2 Brücken auf den Flug. Nein, ich habe ja noch Verwandtschaft in der Pfalz, das muss auch zählen. Nee, aber mal ganz ehrlich, was gerade angesprochen wurde, ist halt echt ein wichtiger Punkt. Ne? Seit 10 Jahren raus. Ich glaube zwar schon, dass er noch ziemlich vernetzt ist und wahrscheinlich auch einige Türen öffnen könnte, aber letztlich hätte er ja dann doch als Vorstand natürlich schon noch, ja, wie soll man sagen, mehr Entscheidungsgewalt. Und was mich in dieser ganzen Sache schon wieder total gestört hat, waren irgendwie einmal diese Ebene, wir brauchen eine große Person oder wir brauchen einen, an dem sich alle orientieren können, weiß ich nicht, ist dann auch irgendwie ziemlich schlecht bestellt um den Verein, wenn es nur noch mit einer großen Person geht, so ungefähr. Und zum anderen, ja, da wurden immer Sachen gemacht, Briegel symbolisiert das und steht dafür und für Einsatzwillen und was weiß ich. Aber ich glaube, dass damit alleine kommst du halt nicht mehr voran. Das müssen Voraussetzungen sein, die jeder mitbringen muss. Es kommt heute im Fußball, glaube ich, auf so viel an, auf so viel, gerade im sportlichen Bereich, auf so viel verschiedene Dinge von Taktik bis was weiß ich, die du ja alle in diesem sportlichen Verantwortungsbereich haben musst, Wissen darüber haben musst, auch da auf diesem Bereich vernetzt sein musst. Ich glaube, es reicht nicht einfach nur mit noch, was weiß ich, dem Manager von da oder dem Spieler von dort eben noch in Kontakt zu stehen. Du musst ja auf so vielen Ebenen irgendwie innovativ auch ein Stück weit sein. Nur so kannst du ja als FCK dich wieder rankämpfen, dass ich da echt Bauchschmerzen gehabt hätte. Um das jetzt vielleicht noch ein bisschen von der Personalie Briegel loszulösen, aber ihr könnt auch gerne nochmal dazu zurück. Was mich jetzt richtig, richtig überrascht oder was ich auch echt schlimm finde, er sagt ab und es passiert nichts. Also es ist kein zweiter Kandidat da, der ja wohl irgendwie abgesagt hat, ob jetzt das, weil dann die Briegel-Sache in der Bild-Zeitung stand oder nicht, ist ja dann auch immer wieder Auslegungssache. Jetzt fängt alles bei Null an. Es gibt auch einige Leute, die sagen, ja, dann hätte man ja erst recht Briegel nehmen müssen. Das finde ich dann das allerschwächste Argument. Aber das kann doch nicht wahr sein, dass man sich auf eine Personalie so festlegt, die dann noch nicht mal aus meiner Sicht so überzeugend ist. Und jetzt hat man gar keinen mehr. Aber war jetzt der Grund, um Briegel zu holen, nicht eher der, dass er so eine Galionsfigur sein sollte, statt jetzt primär den Beziehungen zum Beispiel? Ja, aber dann muss ich den doch nicht zum Sportvorstand machen. Genau, also dann,
Also ich weiß nicht, wenn man jetzt drüber gesprochen hätte, dass er sich für einen Aufsichtsrat oder so zur Verfügung stellt oder in dieses Teufelsgremium oder was weiß ich was da reingeht. Ja, alles klar, kann man ja drüber sprechen, aber in verantwortlicher Position, im täglichen Handeln dabei zu sein, dann musst du halt auch irgendwie in den letzten Jahren irgendwas vorweisen können, was sich dazu qualifiziert, da dann zu sitzen. So. Und da sehe ich jetzt halt ehrlich gesagt zumindest in den letzten Jahren nicht viel bei ihm. Und deswegen würde ich ihn jetzt für den Vorstand halt nicht wirklich als Top-Kandidaten bezeichnen, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber der Teufelsrat, was macht der genau? Also da haben wir zum Beispiel jetzt der vielleicht auch für die Öffentlichkeitsarbeit interessant wäre, Marcel Reif, aber da hört man ja einfach nichts und vielleicht wäre dann so eine Personalie da eher verschenkt. Also ich will das jetzt nicht rechtfertigen, sondern ich wollte das jetzt einfach mal diese These in den Raum stellen. Ja, aber das ist ja ein grundsätzliches Problem beim FCK, dass du irgendwie ehemalige Leistungsträger oder verdiente Leute, und das meine ich jetzt nicht nur Spieler, auch was weiß ich, ehemalige Präsidenten und was weiß ich wen, dass du die irgendwie nie richtig eingebunden kriegst. Es scheint ja immer so ein ganz oder gar nicht zu geben. Also so dieser Teufelsrat gibt's, es gibt den Ehrenrat, wo dann halt mal die eine oder andere Person geparkt wird, aber du schaffst es ja irgendwie nicht, diesem Verein mal eine Hierarchie auch zu geben, in der irgendwie jeder so seinen vorgeschriebenen Platz finden kann. Und ich glaube, das ist halt auch ein ganz großes Problem. Und wir brauchen auch nicht drum rumreden. Der jetzige Vorstand hat auch jetzt seine Probleme und Problemchen, wo das sicher auch alles eine Rolle drin spielen kann. Aber grundsätzlich finde ich dann trotzdem nicht, dass man sagen kann, ja, dann muss er halt Vorstand werden, weil jetzt nur um für Kontaktpflege und was weiß ich und Türen öffnen, ja, das kannst du auch so machen. Und ich verstehe auch grundsätzlich nicht das Problem, wenn er dafür bereit wäre, ja, warum kann er das denn nicht machen? Also warum macht er das denn jetzt nicht? Genau. Ich wollte ehrenamtlich arbeiten, ja, mach es doch. Das ist das, was ich einfach nicht verstehe. Wieso muss man einen Vorstandsposten besetzen, um Kontaktpflege zu machen, dann, wenn es wirklich so ein Gewinn für alle sein ist, dann mach es doch jetzt. Ich glaube, das liegt halt einfach an seiner Eitelkeit, dass er halt gemerkt hat, er ist nicht unbedingt gewollt im Vorstand. Nur kann man ja auch zusammenarbeiten, wenn man jetzt nicht abends Bier trinken geht, wenn man wirklich immer propagiert ist natürlich ein schwieriges Wort, aber ich würde es mal so formulieren, dass man zum Wohle des Vereins handeln will, dann kann man ja auch zur Not mit Leuten zusammenarbeiten, die man jetzt nicht unbedingt so leiden kann, beziehungsweise mit dem man sich außerhalb vom Bitzenberg-Büro, sage ich mal, nicht so gut versteht. Was ich noch total schlimm fand, ist, dass in dem Zusammenhang der jetzige Vorstand als ahnungslos abqualifiziert wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe schon mal hier gesagt, dass beide, Gries und Glatt, da wohl ein Trümmerfeld nach Kunz übernommen haben und ich sau froh bin, dass die es gemacht haben, weil die haben echt bestimmt keinen leichten Job. Gerade was Finanzen und so betrifft, ist halt wirklich nicht viel Geld da. Und ich bin immer noch der Meinung, natürlich haben die alles richtig gemacht, auch in den letzten Wochen, das will ich gar nicht bestreiten, aber ich bin immer noch froh, dass die es übernommen haben und dass die auch mal sagen zu jemandem, bin ich nicht so überzeugt von. Ich finde, das steht jedem Menschen und jedem Vorstand sowieso zu, das so zu äußern, und wenn das halt nicht passt, ja mein Gott, was hat bleiben lassen. Aber ich hätte mir halt gewünscht, dass sie trotzdem zusammenarbeiten, auf einer gewissen Ebene, zum Wohle des Vereins, wenn es immer so dargestellt wurde, aber das ist ja nicht der Fall. Das Beste ist ja noch, dass es dann heißt, ja, da gibt es dann irgendwie Bedenken aus dem Vorstand und sonst was, und er hat noch nicht einmal mit dem Vorstand gesprochen, so. Und dann, weiß nicht, also wenn er dann einfach nur von irgendwem so gerüchteweise gehört hat, oh, der haben da Bedenken, und dann schon irgendwie auf einmal keine Lust mehr hat oder meint, oh nein, dann hat das alles keinen Sinn mehr. Ich weiß nicht, also allein das zeigt mir schon, dass er irgendwie dann so zu einer richtigen Zusammenarbeit auch ja auch untereinander vielleicht dann kritisch miteinander umgeht, dass das irgendwie nicht hätte funktionieren können. Und also das finde ich alles ein bisschen merkwürdig. Und dann noch zu sagen, ja, der Verein liegt mir so am Herzen, aber dann direkt, also wirklich innerhalb von Minuten zur Presse zu rennen und denen alles warm irgendwie zu servieren und da seine Statements abzugeben. Ich meine, er hätte auch einfach sagen können, ja, gibt nichts zu sagen, ich gehe nicht zum FCK, hat nicht gepasst, viel Glück für die neue Saison, okay. Aber er muss ja nicht noch den Vorstand oder sonst wen da anschwärzen, und allein das, weiß nicht, ist halt dann ein bisschen merkwürdig und auch nicht so ein guter Stil, finde ich. Danke, Matthias, für das Statement, muss ich wirklich sagen, ich bin auch froh, dass wir dich zum Podcast geholt haben, weil als Pelzer hätte ich das dürfen nicht sagen. Ja, ich darf mich jetzt, ich muss jetzt in Cognito kommen,
ja, zu den nächsten Spielen oder so. Ich glaube, was man jetzt nochmal trennen muss, was Flo gerade gesagt hat, die Beurteilung der Vorstandsarbeit, ich sehe es auch so, es ist völlig, völlig wahnwitzig jetzt nur, weil, also wenn es sich jetzt daran entzündet, nur weil jetzt das mit Briegel nichts geworden ist, ist der Vorstand scheiße und die Argumentation gab es jetzt oft genug. Das ist ja völliges Chaos. Trotzdem kann man, glaube ich, sich mit dem Vorstand nach einem Jahr auch nochmal irgendwie anders auseinandersetzen, aber das, ich finde das halt so schwierig, jetzt diese beiden Themen zu vermischen, weil es halt, wie jetzt Matthias auch dargelegt hat, leider auch dann von verschiedenen Seiten, auch von Briegel oder vielleicht auch, ich weiß nicht, dieser, ja, wenn man Gruppe sagt, klingt das immer gleich so nach Opposition oder sonst was, aber halt einigen Leuten, die das wohl auch gerne gesehen hätten hinter ihm, ja, halt ziemlich befeuert wurde. Und das ist irgendwie dann unheimlich schwer, da halt auch auf einer sachlichen oder einigermaßen sachlichen Ebene zu kommunizieren. Ebenso schlimm fand ich, dass gerade die, von denen du jetzt sprichst, ne, die hinter Briegel standen und den unbedingt als Sportvorstand wollten, die Argumente einfach ziemlich dünn waren. Also du war noch keiner, der irgendein ein richtig gutes Argument gebracht hat, wo ich gesagt habe, dass der Mann ist es. Ja, oder es war immer nur Pelserschiene, Stallgeruch, Betze, Briegel, ja, also mehr habe ich nicht gelesen, tut mir leid. Aber Tobi, das hat der FCK doch gehabt von 2008 bis 2016, so Stallgeruch, Pfälzer Blut und überhaupt und so Sachen. Und Marco Haber ist doch jetzt nämlich da. Ja, aber das kommt ja noch dazu, was Tobi gerade genau richtig sagt, ne? Du hast ja nur den Namen im Grunde. Und ich weiß nicht, habt ihr das auch so gesehen, dass das, oder beziehungsweise ich weiß, dass ihr sie auch so gesehen habt, weil wir uns darüber schon mal unterhalten haben, dass das so eine Generationensache auch so ist? So kam mir das vor. Also, dass halt viele Jüngere echt sagen, oh nee, bitte nicht, schon wieder nicht so ein verdienter Sportler, der aber eigentlich auf dem Gebiet jetzt erstmal nicht so viel mitbringt. Und so mein Gefühl war, so eine Generation, so eine Linie lief da so, keine Ahnung, plus minus um die 40 oder vielleicht auch drunter oder drüber, hätten das unheimlich gern gesehen. Ich weiß nicht, habt ihr das auch so wahrgenommen? Wie soll ich das sagen? Es ist halt so eine Sache, wenn man halt sagt, jetzt letztes Jahr, also gehen wir mal letztes Jahr zurück vor die Saison, wenn man da sagt, ja, jetzt kommen endlich mal Leute von außerhalb, die jetzt völlig mit dem FCK gar nichts zu tun hatten vorher, das finden wir gut oder das finde ich gut, Kunz ist jetzt weg, hat zu viele Grüppchen gebildet, zu viel Macht gehabt, bla bla bla, braucht man nicht mal alles wiederholen und dann denkt man über Briegel nach, will dem Mann jetzt nicht unterstellen, dass er, ne, ihr wisst, was ich meine, aber ich finde halt beim FCK oder dem FCK würde es gut tun, wenn er mal ein paar Jahre Leute holt, die von außerhalb kommen. Für Post wie Vorstand, von mir aus auch Sportdirektor und nicht irgendeinen alten verdienten Spieler, der vielleicht einen guten Namen hat, aber wo du halt wirklich nicht weißt, das habt ihr jetzt alle schon gesagt, wo man halt wirklich nicht weiß, wie tief ist der noch im Fußballgeschäft drin oder hat er halt wirklich nur einen guten Namen oder kommt er nur als Galionsfigur für vorne rauszugehen, dass der FCK wieder bekannt wird, in Anführungszeichen. Das weiß ich ja alles nicht. Aber ich persönlich bin der Meinung, im FCK würde es mal gut tun, Leute von außerhalb zu holen, die mit dem FCK gar nichts zu tun hatten in den letzten Jahren und die völlig unparteiisch und unabhängig sind. Das ist meine Meinung dazu. Und die gute Arbeit leisten. Das weißt du ja vorher, kannst du ja nicht in den Kopf hineinschauen, Paul. Aber ja, gesagt, gut, aber, meine Meinung ist es halt. Also natürlich holst du keinen, gut, klar, natürlich holst du keinen Berufsanfänger für einen Sportdirektor oder für einen Sportvorstand, ist ja ganz klar. Und warum nicht? weil du keinen Anfänger mehr auf den Sportvorstand posten, nee, weil das ist ein heißer Stuhl, Tobias. Nee, weil wir hier Ausbildungsverein sind. Aber das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Diese ganze Briegel-Geschichte, die kam ja auf, eben weil man einen neuen Sportvorstand sucht, weil man halt einen neuen sportlich Verantwortlichen sucht. Was glaubt ihr jetzt, was da jetzt in den nächsten Monaten passieren wird? Und was hofft ihr, was passieren wird? Also glaubt ihr, dass jetzt der Aufsichtsrat, der jetzt im Dezember wahrscheinlich, der im Dezember definitiv sich neu zusammensetzen wird, dass der jetzt noch einen Sportvorstand einsetzt in den nächsten paar Wochen? Oder dass man eine ganz andere Lösung sucht, zum Beispiel mit Notzon als Sportdirektor? Daniel, realistisch würde ich sagen, es wird jetzt bis zur nächsten Aufsichtsratwahl niemand eingesetzt. Im Dezember oder Ende November, je nachdem, wann die halt ist. Aber so wie ich den Verein FCK kenne, traue ich auch zu, dass vorher einer eingesetzt wird und diejenigen, die ihn eingesetzt haben, dann gnadenlos abgewählt werden. Also ich glaube, da ist ziemlich alles möglich. Das hört sich sehr plausibel an.
Ja. Ja, muss ich wirklich so sagen, man merkt halt einfach, oh, also die Erfahrung lehrt uns, doch. Ja, doch, also es würde mich nicht wundern, wenn es so wäre. Aber ich persönlich würde jetzt einfach mal, so wie es eigentlich auch geplant ist, jetzt erstmal bis Saisonstart, vielleicht erste Länderspielpause erstmal nichts machen, weil so dringend, wie das immer gekocht wird, mit Sportdirektor war es ja auch nicht, weil handlungsfähig war ja der Verein. Und von daher, die Transferphase ist in 5 Wochen vorbei. Der Kader ist nahezu komplett, wenn jetzt nichts mehr passiert. Von daher ist es jetzt, glaube ich, nicht so, ist die Dringlichkeit, glaube ich, nicht so gegeben. Das fällt mir ja jetzt gerade erst ein. Also es war ja auch mit Rombach so. Der Aufsichtsrat unter ihm hat ja auch ein paar Monate vor der Aufsichtsratswahl dann nochmal den Vertrag von Kunz verlängert, was ja auch total unnötig war. Also das war jetzt eben eigentlich nur als Gedankenspiel gedacht, aber es gab beim FCK noch nichts, was es nicht gegeben hätte. Ja, es ist eben eine Frage von Strategie, ne? Oder was für strategische Ziele hat der Verein und auch der amtierende Aufsichtsrat, und das mit Kunz war ja mit Sicherheit eine strategische Sache damals. Ich glaube jetzt nicht, dass der Aufsichtsrat jetzt in der Situation jetzt groß in Anführungszeichen Schabernack drehen kann, aber ich traue halt trotzdem alles zu. Es ist irgendwie ernüchternd, wie, sorry, Jahr für Jahr immer die gleiche Scheiße abläuft. Also seit dem Abstieg 12 habe ich so das Gefühl, es ist ein permanentes Auseinandersetzen mit sich selbst und ein ständiges Hadern und ein ständiges, ja, alle wollen es immer neu, aber eigentlich, man ist auch nicht bereit, dann mal wirklich neue Wege zu gehen, weil das könnte ja schief laufen, aber die Zeit läuft uns weg, dann läuft sowieso schief. Und ja, ich weiß es nicht. Also dabei, das haben wir auch schon so oft gesagt, es ist so ein eigentlich gutes Umfeld, wo so viel eigentlich Wohlwollen gegenüber einem Verein ist, wo so viel Potenzial da ist, und irgendwie kriegt man es einfach nicht auf die Strecke, das mal irgendwie alles mal zu bündeln. Ich meine, jetzt können wir ruhig nochmal erwähnen, auch der Vorstand, der jetzt da ist, hat auch viele Dinge versprochen, die ich jetzt noch nicht so auf dem Weg sehe. Das liegt an ganz vielen Dingen, aber trotzdem, es ist zum Kotzen, auf gut Deutsch gesagt, wie irgendwie man immer ja an sich selbst sich verheddert. Hatten wir schon als Sendungstitel irgendwann mal "Und täglich grüßt das Murmeltier", weil das hat sich gerade am Anfang von deinem Statement so angehört. Jedes Jahr die gleiche Scheiße. Wir können entweder nehmen "Und täglich grüßt das Murmeltier" oder "Jedes Jahr die gleiche Scheiße". Ja, mir fällt in dem Zusammenhang noch was anderes ein, was ich heute gelesen hatte. Und zwar gibt es ja in der 11 Freunde dann immer vor Saisonstart auch so einen kleinen, ja, Bundesliga-Planer oder Saisonheftchen, so ein kleines. Und da haben sie dieses Jahr jedem Club in der ersten und zweiten Liga einen Politiker zugeordnet. Und ich lese mal vor, was da beim FCK steht. Wenn dieser Club ein Politiker wäre, dann wäre es Sarah Wagenknecht, und zwar Begründung: teuflischrote Diva, die ihre Probleme mit der kapitalistischen Wirklichkeit hat. Bei den eigenen Anhängern, ob ihrer Ausstrahlung geschätzt, hinterlässt sie vielerorts nur Kopfschütteln und Ratlosigkeit. Ich finde, da ist auch... Also, kann dem schon durchaus zustimmen, ja. Also, boah. Ja, ist nicht falsch. Ist nicht verkehrt. Heißt es dann, dass der FCK Oscar Lafontaine heiraten muss, oder? Fusion. Ja. Vereinsfusion. Fusion mit dem Saarland. Okay. Mit Saarland, ja. Genau. Fusion mit dem 1. FC Saarbrücke. Ja, Fanregion dann. Das war doch Rainer Kallmund, der gerne hätte, dass Elversberg und Saarbrücken fusionieren zum FC Saarland oder sowas. Ah, ja, kann sein. Der wollte einfach einen von den beiden Vereinen aufessen und dann wäre halt nur noch einer übrig geblieben. Ob das, was dann rauskommt, das ist dann das Saarland. Dann sind wir wieder bei Helmut Kohl. Es zählt das, was hinten rauskommt. Oh, Euro. Oh. Oh, Matthias, drei schon. Oh, Matthias, wow. Du kannst dir den Euro, wenn es um Helmut Kohl geht, irgendwo besorgen und dann sagen, du gibst dein Ehrenwort, du weißt nicht, wo es herkommt. Aha. Ja, genau. Ich gebe mal Ehrenwort, ich weiß nicht, wo die Pizzaanleihe ist. Pass mal auf, eine Frage. 2012 abgestiegen, wir hatten es vorhin vom Hauptsponsor. Also wir brauchen gar nicht durchrechnen, wie viele Spieler seitdem da war, und Vorstände würde man wahrscheinlich noch hinkriegen. Aber mal, wisst ihr, könnt ihr mir noch in der richtigen Reihenfolge die Hauptsponsoren seit DVAG 2010 aufzählen? Ja. Also ja. Die Bundesliga-Jahre sind einfach. Ja, dann bitte mal.
Also quasi, wir fangen bei DVG an, dann kommen die zwei Bundesliga-Jahre. Das wisst ihr ja, das ist ja leicht. Allgäuer Latschenkiefe. Genau, so, und danach. Paysafe Card. Nee. Allgäuer Latschenkiefe, Paysafe Card, Maxstar. Nee, Maxstar war zuerst. Genau, Maxstar war, glaube ich, in der Relegationssaison. Ja. Nee. Nein, Mann, da steht eine Frage und weiß es selbst nicht, meine Güte. So, jetzt, Freunde, jetzt will ich sagen. So, wir sind doch nicht gegen Hoffenheim mit so einer Scheißkarte auf. Das war doch ein Riesenkampf. Paul, jetzt meinst du, du droppst hier die Facts und dann. Aber Max, da war noch nicht in der Relegationssaison. Nein, doch. Da war Allgäuer Latschenkiefer. Die sind noch mitten in die Zweitligagang-Saison. Ja, danach war 14, 15 Paysafe Card, 15, 16 stimmt. Maxstar, 16, 17. Das stimmt nicht. 12. Nee. Ich bin hier auf Wikipedia. Wikipedia stimmt immer. Paysafe Card, Maxstar, Top 12. Oh. So. Vielleicht sollten wir das einfach rausschneiden. Nein. Nee. Wenn das rausgeschnitten wird. Und wo kommen die Benze Engel? Und wann bald BASF? Bald kommt wieder Oki und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Genau. Auf Campari warte ich. Ach so. Campari. Ich warte auf Espresso Martini. Mhm. Immer morgens. Ich wollte jetzt sagen, das wäre ein Getränk für XY, aber bevor ich mich dann hier jetzt wieder mit irgendwelchen Anwälten rumschlagen muss, sage ich es lieber nicht. Wo war man jetzt gerade? Herr Paul, du bringst alle durcheinander. Ja, beim irgendwas mit Hauptsponsor, um im Sprachgebrauch zu bleiben. Gut, von der antikapitalistischen Wagenknecht kommen wir zum neuen FCK Ticket Shop. Mach. Der FCK hat seinen Ticket Shop outgesourced, wie man das heute auf Neudeutsch-Englisch sagt. Und Ticketmaster übernimmt jetzt das Ticketing vom FCK. Also ich hatte da jetzt zum Beispiel auch schon meine Erfahrung mit dem Ticketshop, der Flo auch, vielleicht kann der ja mal berichten. Ja, kann ich ganz kurz machen. Ich hatte ja schon einen Account bei Ticketmaster und war völlig verwundert, dass der dort in dem Shop funktioniert hat, aber man wird ja auf die Seite, eigentliche Seite von Ticketmaster weitergeleitet. Bestellt habe ich noch nichts dort, weil ich ehrlich gesagt von den Kreditkartengebühren und anderem abgeschreckt war. Jetzt wollte ich mir Anfang dieser Woche eine Karte für Nürnberg bestellen, aber leider gab es ja dann auf einmal keine mehr, was weiß ich warum auch immer. Jetzt musste ich mir halt anderweitig eine besorgen, aber Karten bestellt dort habe ich noch nicht, aber dafür habe ich es geschafft, dass die Kreditkartengebühren abgeschafft wurden, das ist ja auch schon ein Erfolg. Ja, toll, danke. Ich habe am Montag nämlich noch zweimal Kreditkartengebühren gezahlt. Ja, schade. Also ich kann ja mal vielleicht von meinen Erfahrungen vom Ticketshop erzählen. Ja, würde ich auch sagen, wenn ihr schon bestellt habt, dann erzählt ihr mal. Also ich habe ja da auch Karten gegen Nürnberg gekauft. Wann wurde Ticketshop online gestellt? War das Donnerstag oder Freitag, ja. Okay. Ja, da habe ich auf jeden Fall Karten bestellt und was mich schon mal mich skeptisch gemacht hat, war, dass das halt keine Ankündigung vom FCK gab. Deswegen habe ich das auch auf Twitter verfolgt. Da waren dann auch ein paar eher skeptisch von wegen, okay, ob das dann jetzt so funktioniert oder ob das nur so ein Test sein soll, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt so. Da habe ich zwei Karten für Nürnberg bestellt. Versand 6 Euro. Das war auch so ein Ding, weil ein paar Minuten später, als ich dann schon bestellt hatte, hat dann jemand auf Twitter geschrieben, ich bezahle 5 Euro Versand. Und ich denke mir, ja toll, was ist jetzt mit meinem Euro? Aber egal, dann ging es ums Bezahlen. Und als Bezahlmethoden gab es nur Kreditkarte mit in meinem Fall 75 Cent Kreditkartengebühr. Dann gibt's Klarna, das ist in so ein Dienstleister aus Skandinavien, glaube ich, der es eben ermöglicht, über Rechnung zu kaufen. Das hätte, ich glaube, 64 oder 68 Cent gekostet in meinem Fall. Und dann gab es eben noch die Möglichkeit Sofortüberweisung. Und Klarna und Sofortüberweisung sind bei mir direkt rausgefallen, weil ich, keine Ahnung, sehe das nicht ein, dass ich so einem dritten Dienstleister meine Daten zur Verfügung stelle. Und dann musste ich eben in den sauren Apfel beißen und 75 Cent Kreditkartengebühren bezahlen, aber 75 Cent? Ich habe ja gerade geguckt, ich habe 31 Cent gezahlt.
Okay, ja, kann auch sein, dass das von der ich habe ja zwei Karten bestellt. Und ja, das ist bonitätsabhängig. es kann aber sein, dass es von Kreditkarte, das kann ich jetzt hier nicht fragen, mit was für eine Karte ihr bestellt habt, also mit was für einer Nummer, mit was für einer Kennziffer. damit hat das nichts zu tun, ich glaube einfach, das wurde angepasst, also ich habe gerade geguckt, ich habe am Sonntag zwei Karten bestellt und Daniel wollte bestimmt noch was fertig erzählen. Ja, ich wollte gerade kurz, egal, ist ja auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall hat mich das halt schon geärgert, dass ich da halt nochmal extra Gebühren zahlen sollte. Egal. Jedenfalls war das jetzt nicht so, fand ich nicht so gut. Also zum einen da gab es erst ein paar Tage, bevor die Seite online ging, erst ein BGH-Urteil, dass es Sofortüberweisung gar nicht als einziges kostenloses Zahlungsmittel zur Verfügung stehen darf. Da hat Ticketmaster jetzt auf Twitter Besserungen gelobt. Die haben, glaube ich, gesagt, also zunächst hieß es, glaube ich, man kann in Zukunft auch per Lastschrift oder was? Nee, nicht Lastschrift, sondern Überweisung. Und das geht auch. Okay. Also das geht dann jetzt und ich meine, die haben auch wie Flo schon gesagt hat, die haben jetzt die Kreditkartengebühren abgeschafft. Also von daher ist es eigentlich, also man hofft, dass es besser wird. Vor allem die Kommunikation auch zwischen Ticketmaster und FCK, wann dann die Tickets jeweils verfügbar sind. Aber der erste Eindruck war jetzt halt nicht so positiv, aber ich bin da ja offen für Verbesserungen. Was mich tierisch genervt hat, ich habe jetzt eine Karte für G. Darmstadt bestellt und also Bestellvorgang, es hat alles super geklappt. Dank Flo musste ich auch keine Kreditkartengebühren bezahlen. ihr seid halt da immer Early Bird, weißt du? Ja, ihr müsst einfach mal ein bisschen abwarten. Schreibt mal auf Twitter, #DankeFlo. Danke Flo, ja. Jeder, der einen Tweet schreibt unter dem Hashtag, muss einen Euro in die Betzewurz bezahlen. Aha. Naja, und was mich halt einfach ein bisschen abnervt, ist, dass man dieses VRN-Ticket extra aktivieren muss für den öffentlichen Nahverkehr. Das wäre nur halb so schlimm, wenn es wenigstens funktionieren würde. Also ich habe gestern nur mit einfach eine Dreiviertelstunde probiert, diese Bestellnummer und mein Nachname einzugeben und es stand immer da, dass die Bestellnummer nicht auffindbar ist. Und wie durch Zauberhand und eine Dreiviertelstunde ging es auf Emo. Und das wahrscheinlich, weil es nicht sofort freigeschaltet war. Ja, jetzt sagen die anderen, dann machst du es halt später oder wartest halt, keine Ahnung. Aber ich bin ganz ehrlich, wenn ich gerade bestelle, wenn ich irgendwas bestelle, dann will ich es direkt erledigt haben. Und nicht dann, mache ich später und dann vergesse ich es und dann ist der Spieltag und ich habe die Karte nicht. Also ja, vor allem meines Erachtens muss das automatisch funktionieren. Das muss die automatisch registrieren, muss die automatisch mitdrucken, ist meine Meinung, aber gut. Vor allem ist doch dann das ganze Prinzip von Print at Home für einen Arsch. Wieso? Also, weil ich es doch dann gerade kurz vorher ausdrucken will, wenn ich dann immer erst noch ewig warten muss, bis mir das Ticket ausgedruckt wird. Ist doch schon. Nee, das ist ja nur nach der Bestellung. Du bestellst ja jetzt nicht eine Stunde vor dem Spiel. Warum nicht? Das kannst du dann auch am Stadion machen, also. Ja, Moment, gut. Aber jetzt aber mal ganz ehrlich, anstatt vorm Stadion an einem gut besuchten Spiel eine Schlange zu stellen, gehe ich doch lieber mit dem Handy hingehen in den Ticketshop und buche die Karte. Ich kann nur sagen, ich habe für zwei Spiele für Braunschweig und Darmstadt Karten bestellt und das geht nicht in einem Aufwasch, sondern das sind dann zwei unterschiedliche. Das ist natürlich richtig. Das ist richtig dämlich, aber das geht bei Ticketmaster generell nicht. Also du kannst zum Beispiel auch nicht zwei Veranstaltungen buchen und bezahlen. Ja, das ist aber trotzdem schlecht. Also das bei Ticketmaster geht's nicht, bei Eventim geht's, aber gut. Und was ich auch noch sagen wollte, dann kam halt noch das mit dem VRN-Ticket dazu. Das habe ich dann probiert und das hat auch funktioniert und auch nach wenigen Minuten. Ich finde halt nur blöd, dass du dann zwei so Tickets mit dir rumschleppen musst. Und das VRN-Ticket ist auch noch personalisiert, also das kommt auch noch hinzu. Die Lösung finde ich halt ehrlich gesagt ziemlich schwach. Ja, aber was ist so dran jetzt schlecht, dass es personalisiert ist? Ja, da kann man es halt bei eBay verkaufen, das ist halt scheiße. wenn wir wieder Relegationsspiele sind, oder was? Mich nervt einfach, dass es zwei Vorgänge sind, dass ich erst eine Karte kaufe und dass ich dann noch auf eine neue Seite muss, das alles eintippen muss und dann noch ein Ticket kriege und dann mit zwei so Ausdrucken irgendwie da durch die Gegend rennen muss. Das weiß ich nicht, warum. Warum kann das nicht auf dem Originalticket drauf sein? Das verstehe ich nicht. Wenn du das Ding kaufst und dann, keine Ahnung, deine Person, mit der du hin willst, halt jetzt irgendwie abspringt, dann hast du das Ding personalisiert und für den Arsch.
Ja, du kannst halt nur M und Ingebe. Was aber geht ist, auf dem Ticket steht zwar drauf, wer das Ticket gekauft hat, aber du kannst die Karte, denke ich, trotzdem weitergeben, dass die andere nutzt, aber das VRN-Ticket, das kannst du, da musst du sogar hat gestanden, der Besucher oder so, musst du den Namen vom Besucher ingeben. Vorher musst du den Namen vom Besteller ingeben und dann den Namen vom Besucher. Das kann ein dritter Sinn. Also, ja gut, jetzt ist die Frage, ich würde das an eine Ticket personalisieren. Ja, dass ich das auf eine Bestellnummer, knüpfe. Mit was kann mir jetzt schwer vorstellen, dass jetzt im Zug von Neustadt nach Laudern Kontrolleure gucken, wer auf dem Ticket draufsteht. Ich weiß ja nicht, wie es gültig mit Personalausweis steht drauf. Ja, steht auf viele Sachen drauf, das weiß man ja nicht genau, aber man muss sehen, wie das dann läuft, ob das dann nicht. Also als ich noch von Mannheim immer gekommen bin, war es nicht selten, dass ich kontrolliert wurde. Die Fahrkarte ist ja kein Thema, aber jetzt, ob der Kontrolleur jetzt richtig auf der Fahrkarte und sagt, den zieht der XY, weisen Sie sich mal aus. Das kommt immer drauf an, wahrscheinlich, an wen du da gerätst und wie viel da los ist. Also, ich kenne das hier in NRW. Ich habe ein NRW-Ticket, mit dem kann ich im öffentlichen Nahverkehr durch ganz NRW fahren, mit meinem Semesterticket zusammen. Aber dazu brauche ich also A, dieses NRW-Ticket. B, brauche ich mein Semesterticket, das muss ich auch dabei haben, und C, eigentlich auch noch per Lichtbild mich ausweisen. So. Und da gibt es halt manche, die wollen tatsächlich alles drei sehen und andere einen Blick aufs NRW-Ticket sagen, jo, passt, und gehen dann halt weiter, und das wird halt da wahrscheinlich ähnlich sein. Also. Ja, Sie sind mal Technische Universität Kaiserslautern, da ist das alles auf dem Studentenausweis, dein Lichtbild, deine Matrikelnummer auch, dann ist da noch der Aufdruck für die Fahrkarte. Also ja, das gibt es hier mittlerweile auch, aber ich habe noch einen alten Ausweis. Also. Aber hast bestimmt auch noch den alten Personalausweis. So, ja, das sogar auch. Der alte Hund. Der ist halt schon ein bisschen länger auf der Uni. Aber gerade eine andere Frage. Es ging doch schon vor diesem Ticketmaster-Ding, konnte man doch schon Print at Home machen, oder? Ja. Wie war das da mit dem VRN? Ja, da gab es kein VRN-Ticket. Haben dann die Tickets weniger gekostet? Ich bezahle das doch eigentlich mit jedem Ticket mit, oder? Nee, die Tickets haben gleich gekostet, aber es war halt einfach kein, at Home war halt einfach kein VRN dabei. Ja, auch geil. Also keine Ahnung, es macht vielleicht auch nur einen Euro aus, aber trotzdem. Ja, ich glaube, das ist immer so ein Anteil, VRN-Anteil, also so viel macht das nicht aus. Aber es war halt einfach nicht dabei. Jetzt ist ja gut, wenn es dabei ist. Ich bin mal gespannt, wie es kontrolliert wird. Ich könnte mir vorstellen, jetzt gerade in so Bahnen von, wie gesagt, Neustadt nach Laudern oder überhaupt Mannheim, Ludwigshafen, Dürkheim, dass da jetzt nicht explizit kontrolliert wird, was für Fahrkarte, wer mit der Fahrkarte gerade fährt, ob das wirklich stimmt, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, es ändert aber nichts daran, dass du dich trotzdem ausweisen musst, weil es kann halt einfach dumm laufen. Ah, nee, klar, natürlich, ja. Aber das VRN kann ich mich nicht erinnern. Gut, wenn die jetzt die Instruktion kriegen vom Verein oder von demjenigen, der dafür zuständig ist, kontrolliert bei FCK-Spieler jedes Ticket, jedes Print-at-Home-Ticket mit Personalausweis, dann ja. Aber ich Verein hat ja damit Feiner nichts zu tun, es geht ja darum, was sie von VRN, was sie für Bedingungen haben. Kann ich mir schwer vorstellen, dass die Ticket das machen, sage ich jetzt mal so. Aber wenn wir es sehen. Bevor wir uns jetzt hier in eine Detaildiskussion verlieren, würde ich sagen, machen wir mal weiter. Wenn wir gerade schon bei Bezahlen sind, können wir auch gleich auf unser neues Bezahlsystem auf dem Betzenberg zu sprechen kommen, nämlich die Betze-Card. Tobi, Flo, ihr wart ja auch beim Stadionfest, auch beim Spiel. Vielleicht habt ihr ein paar mehr Erfahrungen mit der Betze-Card schon machen können als ich zum Beispiel. Ich war ja nicht ganz so lange dort am Samstag. Tobi, du? Oder also hast du eine Erfahrung oder nicht? Ja, ich musste am Stadtfest mit der Flo-Card bezahlen, weil ich nicht dir Geld dabei hatte. Sehr gut, okay, 1:1. Stimmt, aber das war gar nicht mal absichtlich. Stimmt, ja. Danke, ja. Negative Erfahrungen habe ich eigentlich nicht. Hat alles reibungslos geklappt. Ich habe halt nur, Daniel, das, was du angekriegt hast, dass halt viele Leute wohl Geld aufgeladen haben und wollten damit bezahlen. Und dann war halt der Betrag, der aufgeladen wurde, nicht mehr auf der Karte, ohne dass sie vorher was gekauft hatten. aber das kann ich halt wirklich nur aus Erzählungen wiedergeben. Das ist mir selbst nicht passiert. Ich habe das nur gehört. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es auch so war, weil es waren mehrere Leute, die das so erzählt haben. Werden wir halt mal sehen, wenn das halt beim ersten Heimspiel genauso ist. Bei 30.000 Zuschauern, schätze ich jetzt mal, dann wird es halt ein totales Chaos. Ich hoffe, dass man das noch in den Griff kriegt und dass das jetzt nur so Pilotprojekt war, weil es war halt auch relativ kurzfristig, dass es bekannt gegeben wurde, dass man jetzt
mit der BZ-Card bezahlen kann und von daher habe ich noch Hoffnung, dass sich das bis zum 4. August noch verbessert. Was ich halt interessant finde, ist, dass vorher war das ganze Guthabe, also das quasi das Prepaid-Guthabe auf der JustPay-Karte, war ja beim Drittanbieter und dieser Drittanbieter ist ja bekanntlich in die Insolvenz gegangen und jetzt geht das ganze Guthabe an die FCK-Gastronomie, wenn ich mich nicht richtig täusche, ne? Ja, und schreibt die rote Zahle oder schwarze Zahle? Ich weiß es nicht. Also jetzt muss jeder für sich selber beurteilen, was jetzt unwahrscheinlicher oder wahrscheinlicher ist, wer als nächstes in die Insolvenz geht oder Annette, ja. Also es ist nach wie vor nicht so, dass das Geld jetzt zu 100% sicher ist. Du meinst so wie bei der Wetteranleihe? Wo ist sie überhaupt? Aber ihr könnt mir schon folgen, was ich so damit ja, sagen will. Ist mir ja, ist mir schon klar. Aber das System an sich fand ich jetzt nicht schlecht. Ja, natürlich ist es wesentlich besser, aber es ist jetzt ja. Nicht so wie, jetzt ist alles gut. Nee, also, das sage ich schon nicht. Aber wenn wir jetzt einfach mal weiterspinnen wollen, jetzt unterstellen wir einfach mal, der FCK ist pleite, geht in die Insolvenz, kriegt keine Lizenz mehr. Was machen wir mit der FCK-Gastronomie? So 100% Tochter vom Verein. Was machen wir mit der? Ja, was wird mit der basieren? Ja, die ist auch weg, aber ja, die kochen weiter. Aber ganz ehrlich. Ja, die kochen dann für die VIPs einfach weiter. Und, aber ganz ehrlich, und die gucken dann raus aber auf die Straße, Tobi wo keine Mannschaft mehr spielt. Tobi ja. Aber nur Bratwurst, weil alles andere ist zu teuer, ne? Ja. Aber wenn der Verein pleite geht, glaube ich, haben die Leute auch ein anderes Problem als ihre 5 Euro auf der Karte. Also. Der Verein ist insolvent. Fuck, meine Bratwurst. Ich warte immer noch auf meine Quote von JustPay. Da müssten irgendwann noch so 2 Cent kommen oder so. Irgendwann. Na, ja. Heute, ich habe heute gelesen, also das war dann im Zusammenhang mit Eintracht Frankfurt, weil die hatten ja auch JustPay, dass halt der Insolvenzverwalter gesagt hat, joa, da kommt wohl nichts mehr. Ja, Allah, super. Schöne Formel. Ja, mein Gott. Joa, ich habe die Bücher geprüft. Ich war mal am Tresor im Keller und dann. Da war nichts drin. Hab kurz ins Kuvert geguckt. Sieht schlecht aus. Ich glaube, es gibt nichts mehr. Tja, hätten sie wohl besser noch ein paar JustPay-Karte vom Anil Chaka aus dem JustPay-Shop verkauft. Aber ganz kurz eine Frage. Vielleicht habe ich es jetzt auch schon gesagt und ich habe es nicht gehört. Es ist schon so, dass man als Dauerkartenbesitzer weiter, also das ist dann diese BZ-Karte, ja. Also es ist wie bisher, okay. Das heißt, ich jetzt sollte meine Dauerkarte bekommen, ich gehe damit jetzt irgendwo hin, lasse die aufladen und kann mir dann was reinhauen. Genau. Ja, genau. Kannst du den Leuten gehen mit den blauen Polohemden und dort sind die gut erkenntlich mit dem BZ-Card Aufdruck auf dem Rücken und kannst dir dort Geld aufladen mit deiner Dauerkarte und kannst es für Mineralwasser investieren. Stilles Mineralwasser. Ach so, ja, Entschuldigung. Aha. Also, der Stadionbesuch ist schon aufregend genug. Sorry, Tobi. Ja, du hast gerade berechtigterweise die Frage geäußert, ist die Dauercard Adi Betze-Card? Vielleicht ist es aber Adi Teufels-Card. weil an dem Punkt bin ich mir, wenn ich ehrlich bin, auch nicht ganz so sicher, weil also mir erschließt sich halt einfach dieses Konzept nicht so ganz von dieser Namensgebung. Also wir haben da jetzt ja auch schon öfter drüber diskutiert, aber ich habe mich jetzt mal auf der neuen Homepage umgesehen und da gibt's auch so einen Button Betze-Karten. Wenn ich drauf drücke, lande ich auf www.teufelskart.de. Könnt ihr euch das erklären, was da der Sinn hinten dran ist? Nee, erklären kann ich noch nicht. Aber ich tippe, es wird einfach morgen mittags was soll wie mit der Kreditkartegebühr von Ticketmaster. Die Site wird morgen Mittag einfach Betze-Karte.de heißen. Wie durch ein Wunder. Also heute noch schnell die Seite sichern, da kann man dem FCK noch mal ein paar Euro 50 aus der Tasche ziehen. Der denkt wieder an Profit. Dabei muss er schon zahlen. Und dann morgen kommt Fritz Grünewald, große Pressekonferenz und dann steht er zusammen mit dem Stefan Kunz und noch so ein paar Jugendspieler und drückt dann zusammen diesen berüchtigten roten Knopf. Oh je. Nee, aber es soll ja bei der Betze-Card oder generell bei dem Bezahlsystem ja auch irgendwann die Möglichkeit geben, mit EC-Karte zu bezahlen. Das wäre mir sehr gediegen, wenn ich mein Geld nicht irgendwo noch zwischenparken müsste, sondern einfach direkt vom Bankkonto zum Beispiel bezahlen könnte. Und du kannst online aufladen, das wäre allein überragend. Also das Konzept dahinter, das finde ich echt gut, wenn man das alles so umsetzt, wie es
in der Pressemeldung stand, dann finde ich das sehr gut. Jetzt mal unabhängig von, was der Tobi gesagt hat, wo das Geld hingeht und hin und her. Aber das ist natürlich um Welten besser wie das von Just Pay, weil... Du hast ja dann auch zum Beispiel für Auswärtsfans die Möglichkeit, wenn die dann kommen, die müssen sich da nicht so eine Karte holen, sondern die können einfach mit EC-Karte bezahlen. Ja, genau. Und die Möglichkeit habe ich dann halt auch, wie gesagt, ich muss da nicht irgendwo hingehen und mein Geld irgendwo parken in der FCK-Gastronomie von mir aus, sondern ich kann dann halt einfach von meinem Bankkonto meine Bratwurst bezahlen und dann ist das wirklich so? Ja, willst du dann mit EC-Karte zahlen oder willst du mit Geldkarte zahlen? Ja, die Ansage war, meine ich mit EC-Karte. Ja, aber was genau? Zahle ich dann, wenn ich die Bratwurst mir hole und ein Bier, zahle ich dann mit der EC-Karte am Stand? Oder genau. Gehe ich vorher zu deiner Blaue und lade dort mit EC-Karte meine Card auf? Nee, das geht ja jetzt schon, dass du es mit EC aufladen kannst. Genau. Ja, aber jetzt muss ich mal blöd fragen, da muss ich da jedes Mal meine PIN einhämmern oder was? Ja. Nee, ich schätze mal, das funktioniert dann, also die diese neuen Karten. Ja, genau, mit dem NFC, also okay. Mal so gemutmaßt. Also sonst kannst du ja, da steht ja bis übermorgen. Also wenn da jeder seine PIN rein. In Leverkusen machen die das so oder haben sie es mal gemacht? Ja. Ich weiß nicht, ob sie immer noch. Leverkusen machen sie es mit der Geldkarte. Ja, aber da sind auch nur 5 Fans. Also da kannst du. Ja, aber. Nicht, wenn leider in einem DFB-Pokal-Viertelfinale da ist. Genau. Ich muss aber sagen, das mit der Geldkarte hat gut geklappt dort. Ja, du musst halt vorher irgendwo hin, dann musst du es da aufladen und theoretisch müsstest du dann nach dem Spiel wieder hin und dir den Rest wiederholen. Nee, kannst du am Geldautomat machen. Kannst du an jedem Geldautomat dir wieder aufs Konto buchen lassen. Und genauso hätte ich kenne das Ganze am Geldautomat vorher aufbuchen, dann müsstest du dort nicht anstehen, wenn man es halt weiß. Ich wusste es damals auch nicht. Und was auch interessant ist, dass wenn man jetzt halt tatsächlich keine EC-Card hätte mit einem Chip drauf, so war das damals in Leverkusen, gab es auch noch so wie so Whitecards halt, wo einfach nur dieser Chip drauf ist, den man dann halt aufladen konnte und dann konnte man natürlich aber auch wieder nur dort entladen, weil der Geldautomat kann mit der Card wenig anfangen. Also wir haben Dauerkarte, Mitgliedsausweis, Betze-Card, Teufelskard, EC-Card, Arschcard. Es ist gut bestellt um die Zukunft anscheinend. Wenn wir gerade schon beim Stadionfest waren, beim Stadionfest wurde ja auch Fußball gespielt. Da kann man, denke ich, ganz gut die Brücke schlagen, direkt generell zu den ganzen Testspielen vom FCK. Da hat wahrscheinlich Flo die meisten von uns gesehen. Also ich muss sagen, ich habe jetzt persönlich nur die zweite Halbzeit vom Benefizspiel beim VfR gesehen. War jetzt nicht so der Brüller. Aber wie gesagt, der Flo hat ja ein bisschen mehr gesehen. Vielleicht kann der uns ja ein paar Eindrücke schildern vom FCK, wie er sich da so geschlagen hat. Ja, ich habe gesehen, das Benefizspiel, was du angesprochen hast beim VfR. Da hat mir die erste Halbzeit eigentlich gut gefallen. Zur zweiten hast du eigentlich alles gesagt. Da ging halt gar nichts mehr. Das war schon für einen Gegner aus der Bezirksliga, war das schon sehr, sehr schlecht. Dann, was habe ich noch gesehen? Das Spiel gegen Augsburg im Livestream. Also da muss ich sagen, war der FCK meiner Meinung nach total unterlegen, hat auch fast keine Torchancen. Obwohl Augsburg, muss man ja dazu sagen, in der Vorbereitung viel weiter hinten sein müsste oder in dem Spiel auch war, hat mir der FCK gar nicht gefallen. Gegen Pirmasens in Offenbach, muss ich sagen, war die erste Halbzeit wieder sehr gut. Ist halt ein Spieler rausgestochen mit Manni, der 3 Tore gemacht hat und 3 schöne Tore. Zweite Halbzeit war eigentlich fast wieder genau dasselbe, auch bedingt durch die vielen Wechsel. Ging halt auch nicht mehr so viel vom Spielerischen. Okay, natürlich muss man berücksichtigen, immer in jedem Spiel fast komplett durchgewechselt, bis auf das Spiel jetzt am Samstag beim Stadionfest. Da ist mir halt extrem aufgefallen, was die Abwehr auch bedingt durch die neue Zusammenstellung, dass jetzt zum Beispiel Gino Fechner Rechtsverteidiger gespielt hat. Da hat man halt gesehen, das ist überhaupt nicht seine Position. Die Abwehr war halt vor dem 1-0 schon 2-3-4 Mal ausgespielt und auch von Darby mit 2-3 Mal denselben Angriff, wo Müller gut gehalten hat. Und wenn es da in der Halbzeit 0-3, 0-4, 0-5 steht, kann man sich eigentlich nicht beschweren. Zweite Halbzeit, muss ich sagen, haben die Lautra dann wieder ganz gut Druck gemacht und auch einige Chancen erspielt. Was man eigentlich noch sagen muss, also Darby hat halt richtig englischen Fußball gespielt. Die waren halt auch im Zweikampf meiner Meinung nach öfter mal für ein Testspiel übers Ziel hinaus. Aber mein Gott, gehört halt auch dazu. Das weiß man halt, wenn man gegen so eine Mannschaft spielt.
Ja, aber jetzt gerade die Leistung am Samstag, vor allen Dingen abwehrtechnisch, macht mir halt schon ein bisschen Sorgen. Und auch im Angriff sehe ich eigentlich nicht so den Stürmer fürs erste Spiel. Meiner Meinung nach hat Osawa halt nur Glück, dass Balwis und Castagne noch Trainingsrückstand haben. Und deswegen wird er wohl am Sonntag spielen. Ansonsten sehe ich eigentlich keinen Grund, für ihn spielen zu lassen, weil ist meiner Meinung nach halt technisch einfach zu schlecht. Und das, was Balwis und Castagne gemacht haben, die zweite Halbzeit, war halt schon viel besser. Auch was Manni gemacht hat gegenüber Borrello auf dem rechten Flügel, also da würde ich mir eigentlich wünschen, was wahrscheinlich nicht passiert, dass der Manni in Nürnberg anfängt. Wird aber halt nicht passieren, ja, so viel kann ich eigentlich zu den Testspielen sagen. Warum wird er nicht in Nürnberg beginnen? Weiß ich nicht, das sagt mir mein Gefühl, aber ich finde jetzt in allen Spielen, in denen ich jetzt Bello gesehen habe, und er hat ja meistens mit, hat jetzt am Samstag mit Manni gewechselt. Und ich glaube, in Offenbach, Paul, korrigier mich, hat er, glaube ich, mit Manni angefangen in der Startelf. Ja, du warst zwar sauheiß, aber das weiß ich noch. Ja, ja, da hat mir auch Manni viel besser gefallen, obwohl er jetzt auf der anderen Seite gespielt hat als Borrello. Also ich weiß nicht. Aber das muss man halt immer ein bisschen relativieren. Das ist halt echt Vorbereitung. Würde ich jetzt nicht so viel hineininterpretieren, aber jetzt gerade im letzten Spiel von der Vorbereitung hätte ich halt schon gedacht, dass man da mal was sieht, was Positives, habe ich ja auch gesehen, die zweite Halbzeit, das war jetzt nicht so schlecht, da haben sie schon einige Chancen rausgespielt, aber allgemein vom Spiel selbst muss man halt vor allen Dingen, wenn man davon ausgeht, dass die erste Halbzeit die Anfangself nahezu von Nürnberg gespielt hat, auch wenn Meier das immer dementiert, wäre ich jetzt halt nicht so zuversichtlich, aber gut, ich lasse mich auch gern positiv überraschen, es gab es ja auch schon öfter, dass eine Mannschaft überrascht hat im ersten Spiel, von daher. Ja, also es ist sehr spannend. Man kann auch mal in den Vorbereich bei der Wetzelbrenn schauen zu dem Spiel. Da schreiben die Leute ihre Aufstellung rein. Und es ist echt nicht so leicht, gerade so seine Stammelf zu finden. Und ich habe es heute Morgen auch mal so für mich versucht, quasi jetzt die Elf in Nürnberg aufzustellen. Und boah, da sind halt echt jetzt nicht so die Namen, die dir irgendwie riesig Hoffnung machen. So ein Osawa, ich sehe es wie du, Flo, der muss wahrscheinlich beginnen. Sua ist raus, der hat Trainingsrückstand, der soll ja auch gehen. Ich weiß nicht, Castagnier hat er gegen Derby oder wie du sagst, Derby hat er da gespielt? Ja, ich glaube eine halbe Stunde, okay, glaube ich. Okay, weil in Offenbach gegen Pirmasens wurde er noch geschont. Spalvis, keine Ahnung, wo der ist. Ja, dann hast du ja eigentlich fast nur den. Und jetzt deutet ja alles weiterhin darauf hin, oder beziehungsweise war es ja sonst auch gar nicht so das Material dafür. Also, wenn es wirklich darauf rausläuft, dass Osawa einzige Spitze spielt, es war auch, glaube ich, im Kicker vor 2 Wochen irgendwie so die Standardaufstellung. Meine Fresse. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Winter, der ist fußballerisch zu schlecht. Das sagen jetzt nicht nur mir beide, sondern das sagen viele, mit denen ich mich jetzt schon unterhalten habe. Ich habe eigentlich gedacht, da er am Schluss in der alten Saison im Mittelfeld gespielt hat, und da hat er für mich ja überhaupt nichts zu suchen auf den Flügel, weil da fällt ja die technische Unterlegenheit oder die Schwäche, sage ich mal, noch mehr auf im Sturm. Aber wenn du jetzt halt manche Situationen siehst, wie weit der Ball wegspringt, oder er einfach den Ball nimmt und losläuft, also keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich glaube, das wird halt in der zweiten Liga nicht funktionieren, dass du einfach den Ball nimmst und einfach aufs Tor rennst. Das wird nicht gehen, weil da wird jede Mannschaft erstmal gucken, dass sie verteidigt gut, und keine Mannschaft wird ins offene Messer laufen. Das kann ich mir nicht vorstellen, von daher habe ich da halt echt meine Zweifel. Ja, nur, dass das FCK-Messer stumpf ist. Also ja, ich glaube, Sturm, wie gesagt, ich sage im Sturm, aber gut, das bringt jetzt halt nichts in dem Sinne, wenn Spalwis und Kastan in der Luft für eine halbe Stunde haben, aber die haben halt definitiv zu zweit im Sturm mehr Betrieb gemacht und es waren halt auch auffälliger. Das Problem halt bei Osawa ist ja nicht nur, dass er technisch schwach ist, sondern er sieht ja auch den Nebenmann nicht, selbst wenn er 3 Meter absolut neben ihm steht. Also und dann, selbst wenn er ihn dann sieht, dann kann er ihn nicht richtig anspielen, weil dann kommt wieder die technische Mängel dazu. Im Prinzip läuft er da vorne dem Ball hinterher, dribbelt dann ein bisschen und schießt dann. Und das, ja, sagen wir es mal so, die Schusstechnik ist jetzt auch nicht überragend, so dass man jetzt sagt, ja, der schießt halt auch 30 Metern auch mal den Ball rein. Er wird schon ein paar Tore machen, aber das reicht dann halt irgendwie so alleine auch nicht. Da fehlt ihm auch körperlich einfach ein bisschen was. Also das Problem ist zum Beispiel, ich war wie Flo jetzt tatsächlich in der Vorbereitung das eine oder andere Mal auch beim Training.
der Typ ist halt sauschnell und das ist halt seine größte Stärke. Und man hat ja auch damals mal gedacht, der ist schnell. Wenn der jetzt noch lernt, ein bisschen Ballkontrolle, Verarbeitung, dann wird das ein richtig geiler Typ. Aber er macht halt keinen Fortschritt seit einem Jahr. Ja. Und ich weiß, dass auch in Halle schon in seinem letzten halben Jahr genau das immer der Vorwurf war. Also schon in der dritten Liga, und Halle war damals echt scheiße, wurde immer gesagt, der rennt wie bekloppt und das ist toll und der reißt auch Lücken auf. Aber mehr kann er halt nicht. Und ja, ich weiß nicht, also wenn er jetzt in der Saison nicht die Kurve kriegt, wird es echt problematisch. Was halt noch dazu kommt, Flo sagte, bitte nicht auf dem Flügel, weil Flanken, also die Streuung der Flanken war schon beeindruckend. Aber vor allem, also da denke ich jetzt an Nürnberg, die ja wohl offenbar, ich muss dazu sagen, ich habe kein einziges Testspiel von Nürnberg auch nur länger als 20 Sekunden gesehen, die ja wohl jetzt scheinbar auch ein sehr engagiertes Flügelspiel irgendwie aufziehen wollen. Ja, und dann brauchst du halt, egal ob du jetzt in einem 3-5-2 oder in einem 4-2-3-1 oder was auch immer spielst, brauchst du auf dem Flügel auch die vorderen Leute, die nach hinten arbeiten. Und ich meine, in einem 3-5-2 soll der überhaupt nicht außen spielen, aber das steht ja auch nicht zur Debatte. Aber ich weiß nicht, Osabe ist jetzt auch nicht der Typ, der, glaube ich, defensiv da noch mit abräumt, und das kann halt ganz schnell ins Auge gehen dann. Ich würde mich jetzt mal vorwiegend auf das letzte Spiel gegen die Engländer da beziehen. Da habe ich jetzt nicht viel gesehen, wo ich jetzt sagen würde, okay, das war wirklich gut, da hat man gesehen, was der FCK spielen will. Ich meine, die haben halt die zweite Halbzeit schon Druck gemacht, haben aufs Tor gedrängt, aber das ist, ich weiß nicht, damit, das kann ich halt nicht so greifen, damit kann ich halt nicht viel anfangen, aber wir werden sehen am Sonntag. Vielleicht wird es ja ein ganz anderes Spiel, wahrscheinlich wird es ein ganz anderes Spiel, aber ich hoffe halt, dass der FCK auch mal was nach vorne probiert, weil in der Abwehr weiß ich nicht, was mit Correa ist, ob der angeblich hat er eine Knieverletzung, weiß ich nicht genau, wie man da dann aufläuft. Ich hoffe nicht mit Fechner als Rechtsverteidiger am Sonntag, weil da hat man halt gesehen, das ist gar nicht seine Position. Ja, aber da wird im Bene spielen. Ja, also, ich denke, dass der fit ist, hoffe ich schon. Aber das ist echt schwer, so wie der Paul das vorhin gesagt hat, es ist halt echt schwer zu sagen, okay, das sind die ersten 8, die spielen auf jeden Fall, und bei 3 Positionen kann man noch nachdenken. Es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, aber ich hätte halt jetzt gern am Sonntag mal. Ja, nee, der Punkt ist ja vor allem, also übrigens auch Rechtsverteidiger wäre ja auch noch ein Kessel, den man irgendwie geholt hat, aber ich sehe das auch so. Also ich weiß nicht, ob man Vene schon so abschreiben soll, aber es ist ja auch so, egal wie du die Aufstellung gerade machst, es ist irgendwie echt nicht überzeugend. Und jetzt, ich dachte ja immer, diese Innenverteidigung Modica nach Correa, das ist jetzt das neue Bollwerk, und jetzt fing es halt da auch schon wieder an, und hier Schwächen und da Schwächen, und gerade das war eigentlich ja noch das, was jetzt in der letzten Saison irgendwo Mut gemacht hat, das ist jetzt auch komplett alles auseinandergerissen. Ja, ich habe keine Ahnung, ey, also das Einzige, was ich weiß, ist, dass Müller im Tor eine gute Wahl ist, und dann davor, ey, ich habe null. Also was mir ein bisschen Sorgen macht, weil also ich habe 3 Vorbereitungsspiele gesehen, auch das Benefizspiel und dann halt Augsburg und Derby County. Was ist denn jetzt los? Er überventiliert. Geht's dir gut, Tobi? Sprich den Namen nicht aus. Was ist denn jetzt los? Du meinst den von unserem Captain, oder? Wir haben doch so ein neuer Abwehrchef. Ach so, ja, Ach so. Wollte ich nicht. Alter. Mädchen berichtet zufolge ist es ein Krieger, habe ich gelesen. Ja, jetzt warte doch mal ab. Jetzt ich wollte eigentlich auch was anderes raus. Ja, egal, lass mal ruhig mal durchschauen, erzähl ruhig mal weiter, Matthias. Ja, und zwar, was mir am meisten Sorgen macht, wenn ich die 3 Spiele mir auch angucke, dann sehe ich einen Moritz und einen Halfer, die letzte Saison zum Großteil, also wirklich unterhalb ihrer, also normalerweise, was man annehmen müsste, ihrer Möglichkeiten gespielt haben. Und dann sieht man sie jetzt in den Testspielen und das ist wieder genau das Gleiche. Also sind viel am Ball, drehen irgendwelche Kreisel, machen irgendwas, aber es kommt nichts bei rum. Jetzt hab halt nur Geduld, Mann. Ja, ja. Und wenn das so weitergeht, dann, ja, ich weiß nicht, da muss dann halt auch einfach mehr kommen von so Führungsspielern, als das, was sie jetzt so bislang gezeigt haben. Im Gegenteil, jetzt. Wenn du jetzt schon wieder hörst, Artig ist der einzige Hoffnungsschimmer in der Offensive, ja super, und der ist geliehen und geht halt wieder nach einem Jahr, ne? Und der wird sich dann halt im Frühjahr auch denken, was soll der Scheiß hier noch? Aber jetzt einfach mal die Frage, was glaubt denn ihr? 4-2-3-1 oder die 3-5 oder 5-2 irgendwas Variante? Was haltet ihr für wahrscheinlich? 5-5. Also 5-5 wäre gutes Ergebnis. 10-0-0. Ich bin für ein 1-1-8.
Ja. Paul, mir spiele System 5-5. Ja, 5-5. Ist auch gut. Naja, ich glaube. 5 Spiele, 5 Siege. Ja. 5er-Kette, 2 5er-Kette. Perfekt. Ich glaube schon, dass in Nürnberg ernsthaft, ich glaube schon, dass in Nürnberg 5er-Kette in Frage kommt. Ja, Tobi, also, halten die sich dann auch bei der Händchen und haben dann nur zu 5. in der Reihe noch also, vorne? Wieso Tischkicker-mäßig, oder? Ja. Tischkicker. Nee, ich glaube aber schon, dass in Nürnberg 5er-Kette in Frage kommt. Weil ich aber glaub, das wäre ja für die Modica genau das richtige Spiel, so Leben der Tischkicker, der hat ja die RME immer so weit oben beim Dirigieren. Ah, ich hasse sowas einfach, ey. So ein Spieler, der auf dem Platz rumrennt und die ganze Zeit mit der Hand fuchtelt, ja. Aber dann selber überlaufen wird mit dem Ball. Das mir gar nicht so oft war, muss ich ehrlich sagen. Ach, na, also in der ersten Halbzeit beim Stadionfest wurde schon das ein oder andere Mal ziemlich alt aus. Also ja, du absolut, hast einen Abwehrchef, der die ganze Zeit irgendwie mit den Händen die Abwehr dirigiert, aber er selber nichts auf die Reihe kriegt, ey. Sorry. Ja, absolut, habe ich ja vorhin schon gesagt, weil Abi, Matthias, du hast das Spiel auf dem Laptop, also im Stream gesehen, korrigier mich, die haben ja vor dem 1-0 zweimal genau denselben Angriff gespielt wie vor dem 1-0 und es hat zweimal geklappt und dann das dritte Mal war das Tor, da frage ich mich halt dann schon, jetzt egal, ob nicht eingespielt oder nicht, aber wenn ich das halt schon zweimal gesehen habe, was da passiert und krieg dann mit dem dritten Angriff das Tor, das ist dann schon ein bisschen seltsam. Also ich kann schon nachvollziehen, dass die halt dass die Abwehrkette halt wirklich völlig neu zusammengestellt ist und neu zusammengewürfelt und keine Abstimmung, aber die Vorbereitung ist jetzt halt vorbei. Also wenn man, das kann man halt dann schwer als Argument, weil dann brauche ich halt auch keine Vorbereitungsspiele. Ich finde halt das ein bisschen schwer, wenn man immer sagt, ja, wir haben noch nicht die Mannschaft gesehen, die in Nürnberg spielt. Das stimmt, das ist ja in Ordnung, wenn man ein bisschen blufft, aber ich habe jetzt halt in den ganzen Spielen, die ich gesehen habe, fast jede Halbzeit eine andere Mannschaft gesehen und irgendwann finde ich halt, in der Vorbereitung muss man sich halt mal, oder muss halt der Zuschauer draußen sehen, okay, das könnte vielleicht die erste Mannschaft sein, bis auf 3 Positionen. Ja, du willst ja auch, dass sie sich einspielen, die neue Mannschaft und die neuen Spieler und dass sie miteinander dann gut zurechtkommen, nur wenn du alle 45 Minuten eine komplett neue Mannschaft auf dem Feld hast, ist es halt ein bisschen schwierig dann. Ich muss jetzt sagen, weil ihr vorhin Arti gesagt habt, den fand ich jetzt am Samstag nicht schlecht. Und wer mir auch noch aufgefallen ist, positiv war Guevara, der hat nach vorne sehr viel gemacht. Aber ansonsten ist mir halt keiner extrem positiv aufgefallen. Also Mbene und Manni waren halt schon sehr stark in der zweiten Halbzeit. Also die haben auf rechts ordentlich Betrieb gemacht. Gegenüber dem, was die vorher in der ersten Halbzeit die anderen beiden gespielt haben. Nee, auch selbst davon mal abgesehen, die waren häufig am Ball und da kamen auch immer wieder gefährliche Bälle rein und so. Haben schon einen guten Eindruck gemacht, das muss deswegen man sagen. Hoffe ich, wenn der Money fit ist, dass der am Sonntag mal die Chance von Anfang an bekommt, weil das war jetzt wirklich schon nicht der Fall und irgendwann muss es halt mal machen und ich glaube, der Junge will auch jetzt. Da hätte er sich auf jeden Fall verdient jetzt doch. Nach der Vorbereitung sowieso, weil es war jetzt ein Spieler, einer von den wenigen Spielern, wo ich jetzt sagen würde, okay, der ist echt aufgefallen und der hat sich angeboten und der will jetzt, deswegen würde ich dem jetzt auch mal die Chance geben, warum denn nicht? Ja, sehe ich genauso. Zumal Attig in Österreich ja echt gut gespielt hat. Ne? Also ich war ja jetzt im Juni in Wien und habe mir tatsächlich mangels Alternativen ein Saisonheft der österreichischen Bundesliga geholt. Oh, wow. Und da ist tatsächlich ein längerer Text zu ihm drin und der wurde da echt schon ziemlich abgefeiert. Gut, es ist Österreich, ne? Aber er hat jetzt hier auch schon ein paar Ansätze gezeigt, also da bin ich echt Christopher Trazan. Trazan. Wisst ihr, wo der jetzt spielt? In Österreich? Ja, aber in der zweiten Liga. Ja. Ist das jetzt die zweite Liga, ist das jetzt die zweite Liga, Skalko erste Liga? Oder genau. Okay. Ja, Weiß man ja nicht so genau in Österreich. Der war so gut, dass er jetzt dort spielt. Dass man immer wieder auf deine Kasper komme, ey. Mensch, hat der Foda an dem rumgeschraubt, bis der endlich da war, ey. Ja, mein lieber Mann. Und Rapid Wien hat gedacht, nee, das ist noch nicht genug Geld, wir brauchen noch mehr, das ist Talent für die Zukunft. Das war der begehrteste Spieler beim FCK in den letzten 5 Jahren. Ich bin gerade zufällig auf der Transfermarktseite von der SkyGo Erste Liga. Ratet mal, wer der wertvollste Spieler ist in der ganzen Liga. Es wird ein bekannter Name sein. Stefan Lexer.
Clemens Walsch. Ja, genau. Nee. Doch, doch, 400.000 Euro. Nee, Quatsch, das war jetzt wirklich Spaß. Doch. In was für ein Verein spielt der bei Ried? Genau. Ah, siehste. Heißt, die sind abgestiegen, oder? Ja, ja, das ist noch ein guter Spieler, der geht noch mit in die zweite Liga. Ist aber verletzt. Ja, gut, okay, aber schnell. Ja, deswegen wahrscheinlich. Deswegen außerdem, ist er noch so viel wert. Außerdem heißt es doch richtig Gunther Matic SV Ried, oder? Ja. Ja, ja, Entschuldigung. Wir wollen jetzt ja nichts unterschlagen hier. Mit unseren Namen. Aber jetzt sag mal, die sind abgestiegen, oder? Die waren letzte Saison erst lassen. Ja. Das habe ich in meinem Bundesliga-Sonderheft. Ja, ist ja gut. Ich kann auch jedem nur empfehlen, mal, wenn er freitags oben nichts zu tun hat, auf Sky Austria mal so Zusammenfassungen von der ersten Sky-Go-ersten Liga zu gucken. Also wenn er auf unterdurchschnittlichen Fußball steht, auf wenig Zuschauer, auf komische Stadien, auf komische Mannschaftsnamen, apropos Ried, dann würde ich das mal angucken. Wisst ihr überhaupt, in welchem Stadion der SV Ried spielt? Mm-mm. Ich habe keine Sorgen. In der Keine-Sorgen-Arena. Ja, vielleicht sollten wir doch mal unser nächstes Bitzige-Bubble-Motto-Fahrt-Team machen oder so. Welche Eindrücke sammle für unser Stadionsnamen, für unser Namensverkauf. Tobi, in Österreich, glaube ich, kannst du in jedem Stadion irgendwelche Eindrücke sammeln. Ey, also du ist jedes Stadion besser wie die Glücksgas-Arena, oder was? Nee, ohne Witz. Oder war das Glücksgas-Stadion? Ich weiß es gar nicht. Ja, Glücksgas-Stadion. Wir können jetzt übrigens auch bekannt geben, wohin die nächste Betzewutz geht. Wir wollen von dem Geld gerne einen österreichischen Stadionname kaufen. Ja, alternativ wird also. Aber für die 800 Euro aus letzter Saison kriegen wir schon zwei, oder? Alternativ wäre so Fußballreise nach Österreich gut zum Kracher FC Liefering gegen was weiß ich, Ried. Hat jetzt nicht neulich irgendwie da die erste Runde oder Cup-Runde bei denen gewonnen? Das war geil. Da gab es doch irgendwie den Deutschlandberger SV oder sowas in der ersten Runde. Das war ein geiler Deutschland. Ja, das war richtig gut. Da sind, ohne Witz, in Österreich, dass die nicht die ganze Zeit über sich selbst lachen müssen. Du meinst den Samsung Cup? Ja, stimmt. Und kürzlich hieß er noch anders, oder? Ja, ja. Jede Runde hat einen eigenen Namen. Apropos Österreich, es ist ja heute Mittwoch und ich lese gerade bei kicker.de, RB Salzburg gegen Rijeka im Hinspiel 1:1. Es riecht wieder nach aus in der Champions League-Qualifikation. Übrigens, Rijeka war ich damals, als die beim VfB gespielt haben im Stadion, als Sven Ulreich sein legendäres Solo bis zur Mittellinie gefühlt gemacht hat und immer gemerkt hat, dass Ball und Gegenspieler schon an der Strafraumgrenze vorbei waren. Oder so. Und dann konnte der schöne Bruno nicht in die Euroleague. Ja, ja. Aber weil wir es gerade hatten von ehemaligen Spielern, ganz kurz mal, erinnert ihr euch noch an Patrice Bernier? Ja. Ja. Er hat jetzt seine Karriere beendet mit 37 Jahren. Spielte zuletzt bei Montreal Impact und wurde verabschiedet von 20.000 Leuten mit stehenden Ovationen und hat zuletzt gespielt für Kanada noch im Gold Cup. Und es ist, also ich glaube, es ist der einzige Fußballwettbewerb auf der Welt, der mich einfach nicht interessiert, der Gold Cup. Insofern passt es ganz gut, dass Patrice Bernier dort gespielt hat. Und jetzt die Frage, wie oft hat der für den FCK gespielt? 5-mal? 7-mal? 19-mal? Nee, ich glaube 15-mal. Was heißt du glaubst? Ja, gell? Nein, ich hab's mir aufgeschrieben, es ist 15-mal. Aber dazu noch weiter, hey, weil wir es gerade von Länderspielmannschaften hatten. Auf jeden Fall weiß ich nur, dass er auf seinem Foto bei Transfermarkt.de aussieht wie ein 70-Jähriger. Das ist wirklich so. Das sieht aus wie so ein Phantombild einfach. So, jetzt gucke ich hier nochmal. Ja, 15-mal. Ein Tor geschossen sogar. Okay, aber jetzt noch weiter, weil wir es gerade von der Nationalmannschaft hatten. Wusstet ihr, dass ein gewisser Jacques Suhr beim Confed Cup zusammenberufen wurde mit George Mandjek? Ja. George Mandjek, der will doch schon seit 10 Jahren zurück zum Betze. Dann habe ich das nochmal. Lese ich öfter. Und das ist halt echt geil, ne? Da gibt es halt im 2-Jahres-Rhythmus. Also jetzt ist er gerade zu Sparta Prag gewechselt. Also ich glaube, jetzt ist er auch fertig damit. Aber alle 2 Jahre kam da irgendwie nochmal Mandjek zurück oder er will oder soll. Immer dann, wenn sein Vertrag dort ausgelaufen ist. Mandjek will zurück, hat so gut gefallen.
Und alles nur wegen Pelzische Sauma, fand er total geil. Wenn jetzt der neue Vertrag ausläuft, dann ruft er wieder beim Stefan Kunz, oh ja, Stefan, ja. Wie sieht's denn aus? Und dann sagt er, du bist zu alt. Aber jetzt pass auf, weil ich dann gerade dabei war, nach ehemaligen Spielern zu suchen, also eins habe ich noch für den Schluss, aber davor noch was ganz kurz. Ich kann nur jedem empfehlen, verfolgt Olivier Ocean auf Twitter. Es ist unglaublich geil, was der Typ alles retweetet. Kürzlich hat er irgendwie eine Schlägerei von Schalke und Dortmund-Fans auf Mallorca retweetet. Dann hat er irgendwie so Halbseiten, er retweetet immer ständig irgendwelche Transfer-News von Ronaldo und Neymar. Und neulich schrieb Jan Arge Fjørtoft, der ja bei Frankfurt früher spielt und jetzt irgendwie in Norwegen, wo er so TV-Experte ist, der hat irgendwas geschrieben, Rames wechselt zum FC Bayern, hat er drunter geschrieben, er ist ein guter Spieler. Knallharte Analyse, ja. Olivier Ocean so aus dem Insider-Business direkt berichtet. Aber okay, und jetzt der Kracher, ich weiß nämlich, wer uns in 3 Jahren in die Bundesliga führen. Oh, jetzt wird's interessant. Eamon Damon. Aachens U17 in die Bundesliga geführt, gibt jetzt den Trainerjob aber ab, weil er ein duales Studium in Köln aufnimmt. Wow. Aber er bleibt Alemannia Aachen noch freundschaftlich verbunden und schaut immer mal wieder vorbei. Ah. Das ist der Aufstiegstrainer 2020. Verschwendetes Talent an der Uni, ey. Eamon Damon. Ich find's geil. Eamon Damon. Ja? Wir sind ein bisschen abgeschwiffen. Ich wollte auch gerade sagen. Also. Ja, bisschen, ich sag mal so, es wird bald Zeit für die Folge, Tobi. Ja, das, also, eigentlich müssen wir es wirklich noch machen. Also, Betzegebubble Sonderausgabe, die Betzegraube. Wenn wir jetzt gerade kurz dabei sind, ne? Ich habe heute Mittag für die Kicker Local Player rausgesucht vom FCK seit 2006. Da ist mir ein Name aufgefallen. Kennt ihr noch den überragenden Stürmer? Okay, ich habe vorhin gesagt, einen Spieler, der war heiß umworben, Christopher Drahtzahn. Dann ist mir gerade eingefallen. Kennt ihr noch den Namen? Viktoras Jakob. Ja. Der war genauso heiß. Grandios, da waren wir doch noch vom Arbeitsgericht. Ja, genau, der war genauso heiß umworben und der war hat noch Champions League gespielt. Verletzt mit Knorpelschaden. Der hat Champions League gespielt. War schon mal. Ja. Steauer Bukarest. Ja, stimmt. Ja. Da dachte aber, ich so, au. Paul, ja. Wie komme ich denn dazu, ehemalige Spieler zu googeln? Yeah. Hast du nichts Besseres zu tun? Ja, ein bisschen viel Zeit manchmal. Aber jetzt pass auf, einen habe ich noch. Oh nein. Aber nur noch einen. Und zwar, also eigentlich sind es 3, aber das mache ich schnell. Sebastian Reiner. Ja. Geil. Erinnert ihr euch noch? Sebastian Reiner spielt wohl jetzt in Pirmasens. Ich weiß nicht, ob immer noch der spielt jetzt, wo die abgestiegen sind. Ja, absolut. Wurde jetzt aber kürzlich mit einem Wechsel. Du hast ihn doch gesehen beim Testspiel. Ach, ich habe da, das war so heiß. Ich Alter, hab da auf Paul. Geachtet. Ja, auf jeden Fall wurde jetzt in Verbindung gebracht mit einem Wechsel zurück zu seinem Heimatverein. Dann musste ich erstmal suchen, was sein Heimatverein ist. Und das ist einfach St. Wendel. Und jetzt könnt ihr mir mal sagen, in welcher Liga St. Wendel spielt. Keine 7. Ahnung. Fand ich aber sehr interessant, dass, ist ja Saarland, kann auch 5. sein. Okay. Aber okay. Das Weitere noch, was ich sagen wollte, erinnert ihr euch noch an, das fiel mir nämlich beim Testspiel gegen Pirmasens ein, an den unglaublichen Durchstarter Kwame Nasor. Nee. Der hatte nämlich einen Kollegen von mir, hatte den Namen der hat auch irgendwie mal so 3 Spiele gemacht oder so bei Stürmer. Genau. Ja. Den Namen hatte nämlich ein Kollege bei diesem Testspiel, das war natürlich nicht ich, sondern er reingeworfen. Daraufhin habe ich auch mal geschaut, was der macht. Und der spielt jetzt inzwischen bei Unyado Madeira. Und das ist die 2. portugiesische Liga. Das ist ja, auch siehst du? Immerhin. Der hat's geschafft, ja, auf Madeira, ist doch nett. Okay, und jetzt kommt aber der letzte. Nämlich für diese Jahrhundertfolge, die wir irgendwann mal machen werden, Arilson. Ich habe die alten Kicker-Ausgaben gesucht und es ist einfach so geil. Ich glaube, der letzte Eintrag oder das letzte Mal, dass der Name auftaucht, ist 1999 oder sowas oder vielleicht auch noch 98. Und es ist einfach nur eine Minimeldung unter Personalien. FCK-Präsident Hubert Kessler wartet noch immer auf die versprochenen 500.000 Euro Ablösesumme aus Brasilien. Bislang ging nichts auf dem FCK-Konto ein. Echt? Ich glaube, 1998 haben die schon 500.000 Euro oder 500.000 Mark. und ich glaube, deshalb haben wir die Probleme, weil die 500.000 Euro von Arilson Mark niemals eingegangen sind. Ja, das wird's. Das ist meine Theorie. So. Ja. Nein. Ja. Egal. Jetzt ist die Sendung sowieso verloren. Ja, gut.
Was war mit dem Teheraner Testspiel jetzt in Bielefeld los? das war auch mich wirklich interessieren. Das war auch ganz fantastisch. Also es war wohl so, da kam irgendwann mal so eine Agentur auf die Arminia zu und haben gemeint, oh, aber hier Teheraner Testspiel, können wir alles machen hier bei euch im Stadion. Haben wir gemeint, oh, super, da kommen bestimmt ein paar Leute. Das organisieren wir jetzt innerhalb von 2 oder 3 Wochen. Also zumindest wurde das, glaube ich, erst so vielleicht 10 Tage vor dem eigentlichen Spieltermin angekündigt. Und dann irgendwann hieß es, ja, ab jetzt gibt's Karten. Und dann hat man so geguckt, die Karten haben ungelogen, ein Stehplatz 20 Euro hätte kosten sollen. Und die Preise gingen dann hoch bis 80 Euro. Ja, aber dafür gibt's ja auch Spitzenfußball. Ja, dafür hätte es dann auch Spitzenfußball gegeben. Und einen Tag später, nachdem sie irgendwie 200 Tickets schon verkauft, also in Anführungszeichen schon 200 Tickets verkauft hatten, kam dann die Meldung, sie würden jetzt den Kartenverkauf erstmal unterbrechen. Und wenig später hieß es dann ja, Spiel muss abgesagt werden. So, warum muss das Spiel jetzt abgesagt werden? Weil es wohl so war, dass einer der beiden Vereine einen Tag vorher, also das Spiel hätte am letzten Samstag stattfinden sollen, am Freitag davor im iranischen Supercup antreten musste. Und der iranische Verband darauf bestanden hat, dass dieses Spiel stattfindet. Und die sind wohl aus irgendeinem mir nicht bekannten Grund davon ausgegangen, die würden das Spiel dann absagen, damit die beiden Vereine in Bielefeld gegeneinander ein Freundschaftsspiel machen können. Macht Sinn. Ja. Aber darf ich jetzt mal fragen, also Teheran, also ist das auch so die Nummer, die jetzt hier alle großen Vereine so von neuen Märkten und sowas erschließen bringen? Oder warum? Und warum? Ja, die wollten die iranische Fußball nur Bielefeld bringen. Was ja, und warum du? Bielefeld? Das müssen die ja nicht. Wir haben ja eine große iranische Tradition hier bei Arminia mit Ali Day und ja. Der iranische Uwe Superbomber. Ja. Uwe Fuchs. Ja, Uwe Fuchs, den habe ich jetzt letzte Woche im Zug gesehen, in der Bahn. Ist an mir vorbeigelaufen. Ist in Hannover ausgestiegen. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Aber. Hat er Haie geguckt? Ich glaube, die waren erst jetzt heute da. Ach so. Boah, aber ich sehe gerade, wir hatten beim FCK auch Matthias, ich habe doch gewusst, Karim Bagheri war der andere Iraner. Ah, genau, ja. Ja, und Flo, wie hieß der in Lautern gespielt hat, der Iraner? Nicht Feyenoord Rotterdam, sondern Feyenoord Zandi. Oh Gott. Wir können jetzt ja gleich bald die Show in der Show machen, ja. Sorry. Betze Krauben. Ich würde mal nicht alles verschleudern, sonst. Ja, gut, okay, obwohl ich habe vorhin durch die Kader von den letzten 10 Jahren geguckt, es sind schon noch so ungefähr 133 Spieler, über die wir reden können. Also De Zandi war doch der Begründer von De Zandi-Friese. Der hat doch immer so schöne Haare gehabt, wissen wir das, Nimi. Ja, das da gab es viele. Ja, Marco Engelhardt, ja. Der hatte schon. Aber in der Bild-Zeitung stand mal über den, der hätte woanders schon die Frisur gehabt, aber los mal das muss sein. Oh Gott. Alter. Oh mein Gott. Das kostet 1 Euro, bitte. Ah, oh, schön. Oh, Scheiße. Ja, schön, aber ja, ich würde sagen, die Folge ist thematisch schon genug aus dem Ruder gelaufen. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier jetzt mal einen Cut. Und zum Abschluss bringt uns der Flo noch in Sachen Tippspiel auf den Laufenden. Ja, dort tippen wir die ersten 4 Ligaspiele und das Pokalspiel in Lübeck gegen Eichede. Und ich fange mal an. Ich sage, in Nürnberg machen wir einen Punkt. Darmstadt machen wir einen Punkt. In Düsseldorf machen wir auch einen Punkt und gegen Braunschweig verlieren wir. Das sind 3 Punkte und in Eichede kommen wir weiter im Pokal. Das ist ja eine geile Saison. 4 Spiele, 3 Punkte. Ah ja? Das reicht für Drittletzter. Matthias? Nürnberg verlieren wir. Darmstadt einen Punkt. Ja, Eichede kommen wir weiter. Düsseldorf einen Punkt. Braunschweig, machen wir auch einen Punkt. Haben wir auch 3, stimmt es? Ja. Okay. Tobi? Mir FCK-Fans sollen uns ja eigentlich in Geduld üben, aber ich hang hier Geduld, also wir gewinnen alle und kommen im Pokal weiter.
Alles klar. Ja, allein die Frage war schon schlecht. Ich hätte einfach gleich 12 hinschreiben. Das nächste Mal schreibe ich einfach gleich 12, 15, 18 einfach hin. Daniel? Ich sage, in Nürnberg spielen wir unentschieden. Gegen Darmstadt verlieren wir. In Düsseldorf gewinnen wir. Und zu Hause gegen Braunschweig verlieren wir. Und im Pokal kommen wir auch weiter. Der Punkte. Paul? Ich sage Niederlage in Nürnberg, Punkt gegen Darmstadt, Sieg in Düsseldorf. Dann haben wir noch Braunschweig zu Hause, verlieren wir, sind 4 Punkte. Und dann kommt der Pokal, da kommen wir natürlich weiter. Jo, das war's dann schon für das erste Tippspiel dieser Saison und dann gebe ich wieder zurück an den Daniel. Ja, dankeschön. Und zum Schluss haben wir noch den Tobi, der uns in Sachen Betzewutz auf den neuesten Stand bringt. Genau, die Betzewutz, die starteten diese Saison wieder bei 0, wie immer. Und heute 3 Euro von Matthias und 1 Euro vom Flo. Das ist zwar jetzt kein starker Start, aber immerhin. Und somit die Betzewutz aktuell bei 4 Euro. Ja, apropos Betzewutz, die Betzewutz der letzten Saison haben wir letzten Samstag beim Stadionfest an den Mama Papa hat Krebs e.V. Übergeben. Einen detaillierteren Artikel dazu veröffentlichen wir demnächst noch auf unserer Webseite. Und dann wären wir auch fast schon am Ende. Wenn ihr uns schreiben, kontaktieren, kritisieren wollt, dann könnt ihr das tun über unsere Webseite betzegebubble.de, dort in den Kommentaren unter dem jeweiligen Podcast oder auch per Mail. Die Mailadressen findet ihr dort auch. Über Twitter @betzegebubble, auf Facebook betzegebubble. Und wenn ihr uns eine Rezension bei iTunes schreiben würdet, das würde uns sehr freuen. Gut, und abschließend hätte ich dann jetzt nochmal eine letzte Frage an die Runde. Was erwartet und erhofft ihr euch vom FCK in dieser Saison? Fangen wir mal mit Matthias an. Ja, erhofft natürlich Aufstieg. Nein. Jetzt habt doch nur Geduld. Was erwarte ich mir von der Saison? Ja, ich glaube, dass es auch wieder keine einfache Saison wird. Ich hoffe, dass man einigermaßen im Tabellenmittelfeld irgendwie mithalten kann. Also ich sehe jetzt zumindest nicht viel, was mir so viel Hoffnung macht, dass es wesentlich besser wird als letzte Saison. Ernüchternd. Tja. Okay, Flo? Ja, ich habe jetzt viele Testspiele gesehen. Und muss ganz ehrlich sagen, habe ich vorhin schon gesagt, habe nicht viel gesehen, was mir Hoffnung macht auf Besserung. Ich sage mal so, alles, was besser als Platz 13 ist, damit wäre ich zufrieden. Ich hoffe auf einen einstelligen Tabellenplatz, dass der FCK dieses Jahr nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Obwohl man auch weiß, dass die zweite Liga dieses Jahr echt ausgeglichen ist und wohl viele Vereine nach oben schienen. Und es ist ja auch ein bisschen eine Wundertüte, weil es ja keinen wirklichen Favoriten gibt. Aber wenn man realistisch ist und alle Faktoren berücksichtigt, dass es wieder eine komplett neue Mannschaft ist, muss man, auch wenn man das Auftaktprogramm sieht, das wir eben getippt haben, muss man schon realistisch sein. Und da sage ich, jeder Platz besser als Platz 13 am Ende ist gut und am Anfang ist sowieso jeder Punkt gut gegen den Abstieg. Tobi? Ja, Erwartungen habe ich Kenny, aber ich weiß, wie es ausgeht. Und wir spielen die ganze Saison, geht der Abstieg, steigen aber nicht ab und ziehen über den DFB-Pokal in die Europa League in. Und spielen dann in Ried, weil die 8. österreichische Pokal gewinnen. Genau. Oder haben die Ehre, Red Bull Salzburg aus dem Pokal, aus der Quali zu kicken. Ja, das wäre natürlich. Und dann schlecht. Gewinnen wir die Europa League und kommen so in die Champions League. Genau. Wow. Und dann kommt Fritz Grünewald und sagt, ich hab's euch immer gesagt. Mit Stefan Kunz spielen wir Champions League. Ja. Ah, Moment. Paul? Ja, ich bin weder total ängstlich noch total hoffnungsvoll. Ich hoffe auf eine gute Saison mit Entwicklung auf dem Rasen, Entwicklung auch im Umfeld, dass einige Projekte vorankommen, dass es mal ein bisschen weniger aufgeregt ist. Aber ich weiß jetzt schon, spätestens zur Jahreshauptversammlung wird sich das erübrigt haben. Ich halte aber einen einstelligen Tabellenplatz für möglich und finde, das muss man auch als aller minimalstes Ziel ausgeben. Und ja, alles, was drüber liegt, kann ich mir nicht vorstellen. Genau, also Platz 9
und dann darauf aufbauen. Ja, danke für eure Ausführungen schon mal soweit. Ich finde, dadurch, dass das unser Auftaktprogramm ist unfassbar schwer und ich glaube, wenn wir da mehr als, was weiß ich, 3-4 Punkte holen, wäre das schon mal ganz gut. Ich habe nur die Befürchtung, dass wenn das dann am Anfang, wie es eben nicht komplett abwegig ist, in die Hose geht, dass dann, dass sich eben durch diese ganze Saison wieder zieht, dass man die ersten 5-6 Spieler holt man 1-2 Punkte und dann steht man schon wieder mit dem Rücken zur Wand und das hemmt dann auch wieder irgendwie. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung, aber ja, die Hoffnung aufgeben will ich nicht. Ich hoffe, dass der FCK auch wieder im gesicherten Mittelfeld landet. Also realistisch glaube ich jetzt nicht, dass wir um den Aufstieg mitspielen können. Aber das werden wir die nächsten 2-3 Jahre immer noch so sagen und irgendwann wird es auch mal kommen, glaube ich, dass der FCK wieder mal oben mitspielt. Ich hoffe es zumindest. Ja, wie gesagt, ich erhoffe mir, dass es diese Saison auf jeden Fall mal besser wird als die letzte Saison, dass man eben nicht bis zum letzten Spieltag zittern muss und ja, damit wäre mir eigentlich schon mal geholfen in der Hinsicht. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss. Ich bedanke mich bei meinen Mitpodcastern. Zum Schluss haben wir euch nochmal auf Facebook und Twitter gefragt, was ihr so von der neuen Saison denkt, was ihr für Erwartungen habt, was ihr vielleicht auch für Hoffnungen habt, was so euer Gefühl ist, mit dem ihr halt in diese neue Saison geht, mit welchem Gefühl ihr eben auf den Sonntag, auf das erste Spiel in Nürnberg blickt. Und ja, da hören wir jetzt nochmal rein zum Abschluss. Ich bedanke mich, wie gesagt, bei meinen Mitpodcastern und auch bei euch als Zuhörern und wünsche euch alles Gute und dem FCK eine gute Saison. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Ja. Hallo, hier ist der Michel aus München und ich muss sagen, dass eigentlich das Problem das gleiche ist wie vom letzten Jahr. Es wurden zwei Stürmer verpflichtet, die schon, wenn sie fit sind, gut sind und vielleicht für 10, 15 Tore gut sind, aber die sind verletzungsanfällig und spielen ja, wie man jetzt gemerkt hat, auch am ersten Spieltag schon nett und sind eher was ja, für die Saison, wo man sagt, die könnten spielen, aber man ist sich nicht sicher. Und ich bin der Meinung, das ist zu fahrlässig für den Sturm. Es hätten zwei Stürmer herkommen müssen, die fit sind und die nicht verletzungsanfällig sind. Und die Offensive wird wieder unser Problem sein und eventuell nach dem Abgang von Everton auch unsere Abwehr. Da bin ich mir nicht sicher, weil auch die Abwehrspieler verletzungsanfällig sind, die da sind. Und das ist meiner Meinung nach zu ein hohes Risiko, dass man eingegangen ist. Es kann gut gehen, kann aber nicht. Und deswegen ist meine mein Tabellenplatz Platz zwischen Platz 8 und Platz 14. Ich hoffe nicht, dass wir das Problem wieder haben mit dem Abstieg nächstes Jahr, weil schon werden die Fans unruhig, das Stadion wird leerer und ich kann nur an jeden FCK-Fan appellieren, geht ins Stadion, auch wenn es euch schwerfällt, weil wir sind das Hab und Gut, was der FCK hat und die Hoffnung für eine bessere Zukunft. Ohne uns geht's nicht. Also hoffen wir mal, drücken dem FCK die Daumen, macht das Stadion voll zum ersten Spieltag. Und es sind viele junge Spieler, die brauchen euer Vertrauen. Gerade der Modica hat es in Flutlicht gesagt, ohne euch geht's nicht. Und hört einfach mal auf, ein bisschen weniger zu meckern und geht ins Stadion. Also, schönen Gruß aus München vom riesen FCK-Fan. Bis bald. Ciao. Was ich von der nächsten Saison erwarte? Drama. Drama ist in der DNA dieses Vereins. Was ich mir erhoffe? Kein Drama. Langeweile. Platz 5 bis 9. Und einfach mal ein Jahr Langeweile. Außerdem wünsche ich mir, dass der Betzegebubble-Podcast schön so weitergeht, wie er ist. Und ja, mehr nicht. Einfach nur Langeweile. Bitte mal 12 Monate Langeweile ohne irgendein Drama, wo es nicht nach oben geht, nicht nach unten und man einfach nur hingeht und sich drüber freut, wie herrlich langweilig es ist. Mir richtig tollkühn mal was wünschen dürft, wäre das bitte keine Niederlage gegen Sandhausen.
und Aue und Jahn Regensburg, dann feiere ich die Saison. Hallo liebes Team von Betzegebabbel, hier ist die Sandra aus Weilerbach, FCK-Fan seit bestimmt 30 Jahren, wenn es reicht, Dauerkarte, Mitglied und so weiter. Was erwarte ich von der FCK-Saison und vom FCK diese aktuelle Saison? Ich erwarte eigentlich nur bedingungslose Auf- und Hingabe an den Verein. Diesen Anspruch stelle ich an mich selbst als Fan und das erwarte ich dann natürlich auch von den Spielern. Was dann dabei rumkommt, müssen wir sehen. Aber ich denke, wenn jeder alles gibt, wird vieles verziehen. Das klingt immer nach Plattitüde, aber genauso ist es. Und ich würde mir das einfach wünschen, dass die, die das Trikot tragen, jetzt nicht vielleicht gerade mit Stolz tragen, weil das ist Unsinn, die machen das, um Geld zu verdienen, das ist mir alles klar. Aber ich würde mir das einfach wünschen, dass sie ja nicht nur für den Geldbeutel spielen, sondern auch für uns. Um uns Fans wieder abzuholen und mitzunehmen. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass dann einiges möglich ist, weil bis jetzt haben eigentlich die Mannschaften immer überzeugt, die im Kollektiv stark waren. Und das würde ich erwarten, dass wir im Kollektiv jeder für jeden rennt. Und das muss ich auch noch dazu sagen, jeder fängt bei mir die Saison wieder bei Null an. Mir ist egal, wer wie, wo was, wie super war, wer tolle YouTube-Videos hat, das ist mir alles egal. Die fangen alle bei mir bei Null an, auch die wenigen, die noch da sind von letzter Saison. Und sollen sich dann bitte wieder neu beweisen. Und dann vielleicht schaffen wir es ja dann. Das wäre so mein Wunsch. Dass wir als Fans, also der Anspruch muss man dann auch haben, ein bisschen geduldiger ist, auch wenn es schwerfällt. Mir selbst wird es schwerfallen. Und dass wir wirklich wieder dieses nur zusammen sind, wir lautern. Dass wir das irgendwo auf Platz und auf dem Rang leben. Das erwarte ich von der Saison. Und wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre doch ja ein später einstelliger Tabellenplatz, also sprich Platz 7 bis 9, das wäre für mich schon ein Träumchen, weil ich gehe davon aus, dass es eine ganz enge Kiste wird diese Saison, auch nicht einfach. Aber wer weiß, vielleicht mit einem guten Start in Nürnberg wäre schon viel gewonnen, meiner Meinung nach. Drücken wir die Daumen. Ich erhoffe mal von der neuen Saison, dass alle an einem Strang ziehen. Denn im FCK geht es nicht gut, das wissen wir alle. Aber es kann besser werden, wenn alle an einem Strang ziehen. Und zwar Management, Vorstand, Aufsichtsrat, Betreuer, Trainer, Spieler, Fans, alle zusammen an einem Strang. Das wäre mal was, das ist mein Wunsch. Weil es gibt schlechte Zeiten, aber es kann auch besser werden, wenn alle zusammenhalten. Nur zusammen sind wir lautern. So, hallo und einen wunderschönen guten Tag, liebes Betzegebabbel. Hier ist der Elmar aus Hessen, ein echter Lautre, auch wenn ich in einem falschen Bundesland wohne. Ja, mein Statement für diese Saison erwarten tue ich nach diesen wirklich letzten Jahren teilweise ganz schlimmen Fußballs einfach nur mal wieder schönen und ehrlichen Fußball und dies vor allen Dingen in den Heimspielen für die neue Saison erhoffen. Ja, da tue ich mir in dieser völlig ausgeglichenen Liga mal einfach etwas unerwartetes Glück für unseren Verein und am Ende den Aufstieg in die erste Liga. Tschüss!